Henning Witte hier begrüßen zu können, der uns auf seinem Deutschlandtrip hier besucht. Er wohnt in Schweden hauptsächlich und ist der Experte seit ca. 12 Jahren für Mind Control, also für Gedankenbeeinflussungsgeschichten und Dinge, die nicht so schön sind, die mit Menschen angestellt werden. Ja. Das würde unsere Zuhörer mal interessieren, was da so alles abgeht. Ja, das hört sich immer wie Science Fiction an, wenn man davon erzählt. Aber es ist traurige Wahrheit. Ich habe selbst im eigenen Familienkreis vor 12 Jahren erleben müssen, dass ein Vetter von mir im norddeutschen Raum, ich will jetzt gar nicht konkret sagen wo, von den Verwandten für verrückt erklärt wurde, weil er sagt, ich höre Stimmen im Kopf. Und manchmal spielen die auch einen Mickey-Maus-Film ab in meinem Kopf oder auch ein Porno. Und ich werde beleidigt von den Stimmen. Die haben intelligente Interaktion mit mir. Das bin nicht ich, da ist irgendwas. Und das Übliche ist, dass man sagt, die sind paranoid, schizophren, die bilden sich das nur ein, das gibt es nicht und landen dann in der Klapsmühle, in der Psychiatrie. Werden nicht für ernst genommen. Ich war der Einzige in der Familie, der schon bei David Icke darüber gelesen hatte und wusste schon ungefähr, dass es das gibt. Und da ich eben diesen Verwandten sehr gut kenne, seit Kindesbeinen und auch sonst keine Anzeichen dafür da waren, dass der irgendwie durchgedreht war, passte das ins Bild. Der sagte auch, dass es über eine entfernte Bekanntschaft zu jemandem, der bei der Scientology-Kirche ist. Das habe ich damals noch gar nicht einordnen können. Inzwischen weiß ich, dass die Scientology-Kirche in diesem Zusammenhang ganz oft auftaucht, um sich da Opfer-Versuchskaninchen rauszusuchen. Und das Ganze ist auch eine Technologie, die schon ganz lange existiert. Ja, richtig. Patrick Flanagan hat auch schon in den 50er Jahren meines Wissens Ja, dieses Neurophon erfunden, ne? ja. Und es hat also angefangen in den Konzentrationslagern der Nazis und der Japaner im Zweiten Weltkrieg. Die haben mit LSD und ähnlichen Dingen schon versucht, Menschen zu beeinflussen, gedanklich und zu steuern und den freien Willen auszuhebeln. Und das ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg von den Wissenschaftlern, zum Beispiel Mengele hat da eine ganz wichtige Rolle gespielt. Der ist ja dann nach Argentinien geflohen und hat da unten seine Menschenversuche weitermachen können, auch zum Teil in den USA bei Mind Control. Hat man diese Spezialisten übernommen und das weiterentwickelt, sodass man sagen kann, führend waren nach dem Zweiten Weltkrieg die Russen und die USA und, höre und staune, ich komme ja aus Schweden jetzt, die Schweden. Tja, das sollte man gar nicht annehmen, Nee, das so, sollte man nicht annehmen. Also die ne? ersten klaren Beweise sind von 1946 das sächsische Kinderkrankenhaus in Stockholm. Die haben so riesen Elektroden in Babys in die Gehirne eingepflanzt. Die meisten sind dabei gestorben unter schrecklichen Umständen, aber eben manche nicht. Und seitdem machen die da Stiekum heimlich, still und leise hinter den Kulissen, immer schön geschützt von der Psychiatrie, ihre Menschenversuche. Und damals, als das meinem Verwandten passierte, da war das schon ausgereifte Technik, Ende der 90er Jahre. Und es ist so, dass er mir dann auch Literatur von dem Lammer zum Beispiel, Verdeckte Operationen brachte und anderes, die sich dann auch mit anderen Sachen, die man schon kannte, deckten. Und so ist sozusagen ein Puzzleteil zum anderen gekommen. Und inzwischen ist das Bild so, dass man praktisch alles machen kann, was man gerne machen möchte. Man kann Gedanken lesen bei einem Menschen, man kann Gedanken austauschen, man kann Erinnerungen von einem Menschen lesen, man kann Erinnerungen austauschen und man kann jemanden sprechen lassen und eigentlich ist es nicht der, sondern der, der steuert, der spricht. Obwohl die Stimme von den Menschen kommt, das nimmt man gerne bei Politikern und Journalisten, und hebelt auf diese Weise völlig den freien Willen aus. Also der Mensch ist dann praktisch nur noch ein Roboter. Und deshalb finde ich auch, das ist eine der allergrößten Gefahren. Das Ziel ist, die gesamte Menschheit, wie ich das nenne, an die Angel zu hängen, alle mit einem Mikrochip zu versehen.
und auf diese Weise gefügig zu machen. Ja. Und damit kriegt man dann bequem die Superdiktaturen, also Stichwort Neue Weltordnung, New World Order, Stichwort auch von der Bibel, The Mark of the Beast, also der, das Zeichen des wilden Tieres, 666 mit einem Chip oder Streckcode, das ist damit gemeint gewesen. Ja. Und meiner Meinung nach ist es 5 vor 12, dass schon die ganze Menschheit einen Chip hat, weil die Technik sich so enorm verbessert. Damals in den 40er, 50er Jahren waren das noch große Dinge. Die sind immer kleiner geworden. In den 70er, 80er Jahren hat man sie noch auf Röntgenaufnahmen sehen können. Also da gibt es ja Robert Näslund aus Schweden, ein ganz berühmter Fall, der dann das in Schweden bekommen hat von der Geheimpolizei im Krankenhaus. In Amerika von einem Arzt das auf Röntgen entdeckt und rausgenommen bekommen hat. Und da hatte man jedenfalls noch was vorzuweisen. Heute haben die Nanogrößen, Nanochips, die kriegt man überhaupt nicht mehr nachgewiesen mit dem Optisch. Was wir jetzt kürzlich gemacht haben, war sie zu messen mit so Feldstärkenmessern, weil sie schicken ja ab und zu auch Signale raus. Ja. Elektromagnetische Wellen, und die kann man dann mit gewissen Geräten messen. Und da kann man dann sagen, hier ist einer, da ist einer, oder im Schulterblatt und so weiter. Und manche, ganz wenige von diesen Millionen von Menschen, die heute schon geschippt sind, lässt man das wissen, so wie auch bei meinem Verwandten, die dann diese Stimmen hören und natürlich dann merken, ob irgendwas stimmt da nicht. Weil man das braucht, das ist jetzt eine Vermutung von mir, das kann ich nicht beweisen, um Supercomputer zu trainieren. Also es ist ja so, dass in dieser geplanten neuen Weltordnung nur eine ganz kleine Clique, eine Finanzoligarchie herrschen will. Und die können natürlich nicht mit so einer kleinen Clique da einzelne Individuen da hinsetzen, um die Menschen fernzusteuern. Das muss technisch organisiert über Computer laufen, über riesige Computer. Und da braucht man dann eben Programme. Was passiert, wenn einer das entdeckt? Und da müssen dann eben Gegensteuerungen in die Computer einprogrammiert werden. Deshalb lässt man eine kleine Minderheit von Menschen das wissen. Und das sind dann die, die auch zu mir kommen und mit denen ich Interviews gemacht habe. Weil die meisten sind sich dessen gar nicht bewusst, dass da überhaupt eine Steuerung stattfindet. Wenn das richtig geschickt gemacht wird, dann macht man das nur an ganz entscheidenden neuralgischen Punkten und lässt die Menschen sonst so, wie sie sind. Das merkt man gar nicht. Also Angehörige merken das oft gar nicht. Die haben dann nur ein paar Punkte eine komische Meinung. Ja. Ich habe zum Beispiel einen Freund in Schweden, ich sage jetzt nicht den Namen, wir haben da eine gemeinsame Freundin, eine Ärztin, die arbeitet in der Psychiatrie, in der offenen Psychiatrie in Stockholm. Und die beklagte sich eines Tages, dass sie von ihrem Chef, einem Oberarzt, da so fast brutal umarmt worden ist und einen Stich zwischen die Schulterblätter gekriegt hat. Und da, seitdem ist die wie verändert. Und da hat die wahrscheinlich einen Chip gekriegt. Jedenfalls ist für mich klar, dass die jetzt ferngesteuert wird. Und das habe ich dann diesem Freund erzählt und der hat immer so komisch ausgewichen. Und da habe ich erst nach mehreren Jahren gemerkt, Mensch, ja, den haben sie auch an die Angel gehängt, weil der auch unbequem ist. Und so wird das ganz geschickt gemacht, bis auf diese paar Fälle, wo es klar ist, die man dann auch zum Beispiel Schmerzen haben lässt, um das auszuprobieren. Man kann also in jedem Körperteil beliebig mit dieser Technologie Schmerzen entfachen und das auch zur Disziplinierung benutzen. Man will, dass sie dann gewisse Sachen machen, das sagen die Stimmen denen im Kopf, und wenn die das nicht machen, dann kriegen die auf einmal einen tierischen Krampf im Bein, das tut wahnsinnig weh oder irgendwas anders. Man kann es auch dazu benutzen, um einen Herzinfarkt hervorzurufen. Es sind nur ganz wenige Spezialistenärzte, die das nachher sehen können, ob das ein natürlicher Herzinfarkt oder einer mit meiner Kontrolltechnologie war. Und man kann hier alles so zudrücken, dass die ersticken. Und solche Sachen, man kann die Leute als Mordwerkzeuge abrichten. Ja, kann ich da mal einhaken? Und zwar, es gab ja, habe ich zufällig mal gehört, auf Deutschlandradio, das war der einzige Sender, der das gebracht hatte, meine ich, wie damals die schwedische Außenministerin abgestochen wurde von einem Menschen, kam die Nachricht, ich habe es nur zweimal gehört, konnte es einmal sogar aufnehmen,
hat er ja gesagt, der Täter, dass er durch Stimmen im Kopf den Befehl bekam, sie abzustechen, und er hätte gar nichts gegen sie gehabt. Genau. Er wusste gar nicht, was mit ihm geschah. Ja, genau. Und da kam mir auch gleich der Verdacht, das kann ja nicht ganz normal sein. Richtig, ja. Genau. Und der sagt auch, dass er mal dieses Wort Jesus gehört hätte. Mhm. Und da ich damals schon darüber Bescheid wusste, war mir auch sofort klar, das ist über meinen Kontroll gelaufen. Der ist völlig unschuldig, der Kerl, der ist nur ein Werkzeug. Ja. Da habe ich mich dann im Internet an eine australische Gruppe gewandt, die damit zu tun hat. Die haben mich an eine finnische Gruppe verwiesen und die haben mir dann auch bestätigt und gesagt, ja, ganz klar, eindeutig. Ja. Und da habe ich dann auch nähere Kontakte zum Beispiel zu Robert Näslund bekommen und so weiter, diesem schwedischen Opfer, der das mal beweisen konnte in den 70er Jahren. Also wir haben ja bei der AZK Rauni Kilde mal beiseite genommen, der einen Vortrag hielt. Und da hatte ich dann auch die Frage stellen lassen, quasi, wie das mit der Außenministerin war. Und die hat uns das auch bestätigt, weil Rauni Kilde ist ja auch bekannt. Ist bekannt, ja. Ich meine, sie war in Lappland sogar Gesundheitsministerin. Richtig, Zeit. Und selbst auch verfolgt worden. Ja, sie lebt jetzt in Norwegen und klagt darüber, dass sie auch da irgendwie beeinflusst hat. Weil ich meine, es ist ja so, in der Psychologie wird ja sehr schnell der Eindruck erweckt, die Leute sind schizophren. Genau. Da kann man ja die Frage stellen, wie viele von den Schizophrenen sind eventuell gar nicht schizophren, sondern attackiert worden. Richtig, genau. Ja. Und die werden dann übel mit Neuroleptika, Zyprexa und diesen ganzen Dingern behandelt, gehen im Gewicht nach oben und es bringt gar nichts. Ja. Überhaupt nicht, weil die sind gesund. Ja. Die sind nur Opfer einer Technologie. Ja. Das ist der helle Wahnsinn. Und das Problem ist natürlich die Beweisführung. Ich bin ja Anwalt ursprünglich. Du kannst in die Köpfe nicht reingucken. Die können sich ja ausgedacht haben, theoretisch. Und deshalb habe ich jetzt die Idee, und das ist erstmalig in der Welt, alle Opfer, egal wo die wohnen, zu interviewen und einfach mal auch zur Sprache kommen zu lassen, ernst nehmen zu lassen. Und dabei sieht man dann erstaunliche Parallelen, die können sich ja auch nicht alle abgesprochen haben, in den Zeugenaussagen, was denen widerfahren ist. Wobei jeder natürlich seine individuelle Geschichte hat. Ja. Und das hat einen sehr wichtigen und hohen Beweiswert. Mhm. Dann gibt es natürlich hervorragende Beweise aus den USA, aus den 70er Jahren von einem Church Committee, die dann auch in der New York Times vorbildlich ausnahmsweise mal richtig gut publiziert worden sind in den 70er Jahren. Ja. Das sogenannte MK-Ultra-Programm der CIA, da sind auch Schadensersatzzahlungen dann geleistet worden von amerikanischen Staat, auch Entschuldigungen durchgekommen. Ja. Das Programm lief aber in den 50er und 60er Jahren. Ja. Und heutzutage ist natürlich alles noch viel weiter, aber da hat man schon mal sehr schöne Beweise. Dann dieser José Delgado ist ein sehr guter Beweis. Ein Spanier, der in Amerika, ich glaube Yale auch war, in der Psychiatrie sich einen Namen gemacht hat. Da gibt es sehr schön im Internet Bilder aus den 60er Jahren, wo der einem Stier einen Chip eingepflanzt hat. Ja. Und dann kriegt er ein rotes Tuch. Und wenn der ihm das Kommando gibt, dann bleibt er trotzdem stehen, der Stier. Der kann richtig wie so ein Auto fernsteuern, links, rechts, vorwärts, zurück. Ja. Und Aggressionen jetzt rauf, Aggressionen runter und so weiter. Ja. Und ich meine, wenn das so weit schon war, er gibt das zwar nicht zu, ist es natürlich klar, dass es auch für Menschen geht. Ne? Ja. Also es gab mal im deutschen Fernsehen erstaunlicherweise einen Aufklärungsfilm über das MK-Ultra-Projekt, wo eben auch von Dr. Cameron aus, aus Amerika, aus Kanada, eben nachgewiesen wurde, dass die diese Versuche in einem offiziellen Krankenhaus des Staates durchgeführt haben im Auftrag der CIA. Also das war ganz klar belegt. Also das ist für die Leute, die denken, das ist alles Spökerkram, das ist belegt. Da gibt es eine Menge Akten. Ja. Und man kann davon ausgehen, und in diesem Aufklärungsfilm sagte auch einer, ich habe den Namen jetzt nicht mehr geläufig, der aber da eben Aufklärungsarbeit leistete, er sagte, man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass das heute nur verfeinert worden ist und nicht damit beschlossen wurde. Nee, genau. Ja. Und es hat auch eine Kommission vor dem Europäischen Parlament 2005 gegeben, wo ein schwedischer Philosophieprofessor ermahnt hat, dass man da ethische Regeln errichten muss, die ja die Forschung an Menschen einschränkt. Ja. Also im Grunde genommen sind Beweise da, es ist nur, dass sie unterdrückt werden. Warum? Weil die meisten Chefredakteure der Medien eben auch mind-controlled sind. Und die meisten Politiker, das nützt einem gar nichts, dass irgendwie an Politiker geschrieben wird, das haben die Opfer schon tausendfach versucht, da gibt es kein Echo. Mhm. Selbst jetzt die bioethische Kommission unter Präsident Obama, die im Moment noch arbeitet, die macht so ein Langzeitprogramm, um auszuschließen, dass falsche Versuche an Menschen auf medizinischem Gebiet gemacht werden. Ja. Die hatten dann in verschiedenen Städten der USA so Hearings, wo dann auch diese Mind-Control-Opfer zu Worte kamen. Und
jetzt auf einmal die neuen Hearings, auch die in Europa stattfinden sollen, hieß es, ja, aber mein Kontrollopfer werden jetzt nicht mehr angehört. Ja, so kann man es machen. Ja. Ja, also auch da deutlich wieder immer wieder gedrückt wird, weil das ist natürlich ein tolles Machtinstrument. Ja. Und wer sitzt auf diesen Machtinstrumenten? Die Geheimdienste. An oberster Stelle der Mossad. Ja. Aber natürlich auch FSB in Russland, CIA und so weiter, MI6 in den westlichen Ländern. Aber wie gesagt, auch die kleinen Schweden, die haben aus Verteidigungsgründen sich da eine eigene Technologie aufgebaut, damit ihnen eben nicht diese anderen Geheimdienste zu sehr in die Suche spucken können mit Fernsteuerung. Ja. Also ich hatte gehört, also ich habe auch mal ein Treffen besucht von Leuten, die also da agitiert werden, zusammen mit einem sehr mutigen Pastor war das. Dass die Stasi, also es war jemand, der da eben aus dem Osten dann auch agitiert wurde, damals auch schon mit diesem Ding gearbeitet hat. Und die sind ja nach deren Aussage nicht arbeitslos gewesen anschließend, sondern sind dann von westlichen Geheimdiensten übernommen worden. Richtig, so ist es, ja. Und die deutschen Behörden stellen sich ja taub. Sie sagen, also teilweise sagen sie, wir haben gar nicht die Technologie, das zu überprüfen. Also wir haben da schriftliche Antworten gekriegt oder die Leute, die angeschrieben haben. Also so nach dem Motto, die Technik fehlt uns, wir wissen von nichts, ne? Also findet es nicht statt, so in der Art. Ne? Ja. Ja, das ist richtig. Die Stasi hat man, ich habe gerade jetzt jemanden interviewt aus der Schweiz, einer, der hat die ganze Familie, der Vater, Brüder und so weiter waren der Stasi. Mhm. Und die arbeiten in so einem Elektronikkombinat, ich habe den Namen jetzt im Moment nicht drauf. Mhm. Und die machten Technologie für Mind Control und benutzten ihre Angestellten gleich als Versuchskaninchen. Mhm. Wie praktisch. Ja. Und der Mann hängt heute noch an der Angel. Daran sieht man, dass die Technologie dann weitergeführt wird von den anderen, die übernommen haben. Tja. Widerlich ist das. Und das ist eben heute durch die Mikroelektronik, sind ja Dinge heute möglich, die vor 20 Jahren noch fast undenkbar waren. Ja. Und wenn man dann noch bedenkt, dass man, das sagen ja Leute auch aus dem Militär, dass die militärisch angewandte Technik, die geheime Technik, 20 bis 25 Jahre voraus ist, dann kann man sich vorstellen, was heute machbar ist. Ja. Denn auch wer heute die CD-Scheiben kennt, ist ja alles Technik, die damals beim NSA schon lange verwandt wurde. Oder auch überhaupt unsere ganze Chip-Geschichten. Ja. Werden ja nach langen Zeiten erst im normalen Publikum dann quasi dargeboten. Oder die Diktierprogramme. Ich habe jetzt auf Schwedisch, Deutsch und Englisch ein Diktierprogramm von Bergen. Das sind Abhörprogramme der CIA aus den 60er Jahren, die dann lange später da mal rauskommen dürfen. Und da ist es auch interessant. Es gibt in Amerika und Japan Firmen, die bieten schon an, so einen Helm. Da kannst du einen Computer anstatt mit einer Maus mit deinen Gedanken steuern. Ja. Das ist alles schon Technologie, die kommerziell angeboten wird. Das, war das haben sie sogar auch im deutschen Fernsehen mal gezeigt. Ja, ja. Und da ist ja genau das Ding, die Steuer, die Interaktion. Richtig. Also das ist eben gerade für die, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, vielleicht wichtig. Ich habe also auch mal einen Beitrag mitgeschnitten, da ging es also um einen Hubschrauber in den USA, wo bisher noch mit den Kopfbewegungen das MG gesteuert wird. Und der Pilot sagte dann, also die nächste Stufe, die jetzt eingeführt ist, dass wir mit unseren Gedanken die Bordwaffen steuern. Genau. Also bitte, es wird zugegeben, auch im Fernsehen. Ja. Das gibt's. Das gibt es, Leute. Gibt es, ja. Und jetzt ist natürlich die ganz große Frage schon seit langem gewesen, also diese Menschen werden fürchterlich gefoltert, wenn man rund um die Uhr Stimmen und Getöse im Kopf hört, das ist Wahnsinn. Und dann auch noch unverschämt oft obszöne Bemerkungen und so weiter. Die können nicht ordentlich schlafen, die sind völlig im Auflösungszustand. Die versuchen sich natürlich zu schützen. Das Erste, was die machen, so Aluminiumfolien im Kopf, hilft überhaupt nichts. Dann gehen sie in Faradayschen Käfig, weil sie sagen, sie merken, wir werden irgendwie bestrahlt. Ja. Und im Faradayschen Käfig kommt ja keine elektromagnetische Strahlung rein. Tja. Pustekuchen. Die sind davon nicht befreit. Ja. Der eine Schwede, den ich kenne, der Michael, der ist sofort nach Kiruna in die Grube gefahren, in das Erzbergwerk, 700 Meter unter der Erde, wo keine Handystrahlung und nichts mehr hinkommt. Ja. Der war nicht befreit. Richtig. Die eine Studentin aus Korea, aus Südkorea, die in Kanada an die Angel genommen wurde, ist dann zurückgeflogen nach Südkorea und sagt, ich hatte gehofft, da oben in der hohen Flughöhe, in dem Interkontinentalflug frei zu werden. Nichts. Tja. Und da hat dann eben, haben wir den Tipp gekriegt, die arbeiten gar nicht mit elektromagnetischen Wellen, die arbeiten mit Skalarwellen. Ja. Und dann dachte ich, Skalarwellen habe ich noch nie gehört, obwohl ich Leistungskurs in Physik hatte und da schon einiges kann. Und da habe ich dann mal näher nachgeforscht, Skalarwellen, und bin auch auf eine riesen Verschwörung gestoßen, die schon damals Mitte des 19. Jahrhunderts angefangen hat, und zwar bei dem berühmten Physiker Maxwell mit den Maxwell'schen Wellengleichungen. Ich habe die in der Physik in der Schule noch gelernt, hier in Oldenburg auf dem GAG.
bei Bruns, die Maxwell'sche Wellengleichung, wusste aber nicht, dass die nach dem extrem frühen Tod von Maxwell 1863 verfälscht worden ist. Die hatte nämlich einen ganz wichtigen Teil, der die Skalarwellen auch beschrieb. Ja. Und nach seinem Tod sind da ein paar Physiker hingegangen und haben das einfach rausgestrichen und die Gleichung verfälscht. Ja. Da kommst du erstmal nicht drauf. Ja. Und dann hat aber Tesla in der Praxis, in seinem berühmten Colorado Springs Versuch 1899, diese riesen Antenne mit der Kuppel oben drauf, ist ja geschafft, elektrischen Strom 42 Kilometer weit auf Glühbirnen ohne Draht zu übertragen und gesagt, das ist eine Skalarwelle, eine stehende Welle. Und jetzt kommt der Hammer, die geht schneller als Licht manchmal, manchmal auch langsamer. Und es kommt mehr Energie an, als losgeschickt worden ist. Ja, weil man Energie melken kann. Ja, so. Ja. Und da ist natürlich, eigentlich gehörte der Mann zum Nobelpreis vorgeschlagen. Der hat aber nie den Nobelpreis gekriegt. Aber Herr Einstein hat den gekriegt, der uns die Hucke voll gelogen hat mit der Sache, dass nichts schneller als Licht ist. Ja. Und jetzt neulich war ja aus dem CERN, glaube ich, auch ein Beweis, dass die Neutrinos schneller sind als Licht. Das ist auch richtig. Damit fällt alles zusammen eigentlich. Ja, genau. Aber die normale Wissenschaftsrichtung hält krampfhaft dran fest. Richtig. Es gibt ja auch einen Spruch, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, dass also neue Erkenntnisse erst durch das Aussterben der Wissenschaftler, die jetzt das Sagen haben, ans Licht kommt. Ja. Vielleicht nochmal kurz, um nochmal zu verdeutlichen, dass es diese Dinge eben gibt. Es gibt ja, also was bei HARP zum Beispiel auch zugegeben wird, ist ja Erdtomographie, wo man also ja quasi tief in die Erde hineingucken kann. Ja. Man kann auch mit U-Booten kommunizieren. Man braucht heute keine Langwellensender mehr, sondern macht das auch mit dieser Technik. Ja. Also das ist zugegebene Technik. Also falls jetzt Wissenschaftsfreunde, die da zugucken, denken, naja, das kann es ja gar nicht geben. Ich meine, dann informiert euch mal in den USA oder in anderen militärischen Bereichen. Es wird sowas dazu gegeben, dass das funktioniert. Ja, und wir haben in Amerika Tom Bearden als den großen Spezialisten. Ja. Und für die Deutschsprachigen einen, der noch viel besser ist als Tom Bearden, nämlich der Professor Meil aus Villingen-Schwenningen. Der hat aber so viel Druck gekriegt, das hat die Dagmar Neubau nochmal geschrieben, 2004, glaube ich, in einem Zeitartikel, dass er sich zurückziehen musste von dieser Forschung. Und aber es sind noch im Internet gute Vorträge von ihm, da kann man sich mal kundig machen, dass das eine bahnbrechende Technologie ist. Es gibt Deutsche, die haben ein Telefon gebaut mit Skalarwellen, das eben durch die Erde so durchgeht, kaum Energie braucht. Und die waren dann ganz baff, dass da schon ein paar Frequenzen belegt waren. Ja, ja, ich glaube, ich habe es immer gesehen. Ein kleines Gerätchen mit Russland, mit Russland kommuniziert. Genau. Mit ein paar Batteriechen. War auch in Raum und Zeit ein Artikel, ja. Ja. Und aber weswegen ich darauf komme, ist eben, als ich kapierte, aha, das geht mit Skalarwellen, weil die gehen eben durch alles durch. Das sind ja ein Aspekt der Neutrinos und die sind auch ein Aspekt der Orgonenergie, also der freien Energie, wie von Reicher, wiederentdeckt und von vielen anderen auch. Ja. Und dann habe ich mal im Internet geguckt, vielleicht gibt es da ja auch Schutzmechanismen auf dieser Ebene. Und richtig, es gibt also in Amerika eine Firma, die heißt Q-Wave, die bauen so Anhänger gegen Elektrosmog, gegen Depressionen und auch für diese Mind-Control-Opfer, das heißt Defender. Und dieser Anhänger, der macht ein Skalarwellenfeld. Und dieses Skalarwellenfeld lenkt die Skalarwellentechnologie ab von den Opfern in den Anhängern und wandelt das dann auch in positive Energie um. Und gleichzeitig sind dann noch sogenannte Solfeggio-Frequenzen mit eingeprägt. Das sind so die Grundheilungsfrequenzen und solche Dinge. Ja. Und dann habe ich einigen von den Opfern gesagt, los Leute, jetzt, auch wenn ihr wenig Geld habt, schmeißt irgendwie zusammen, besorgt euch das Ding. Das kostete damals noch $300, inzwischen haben die das auch einen Rabatt für die Opfer gegeben, kostet es nur noch 122 oder so. Und der erste war in Slowenien ein Opfer, der das kriegt und der sagt, ich habe das umgehabt, 5 Minuten, dann hatte ich so ein komisches Rauschen im Kopf und danach war es besser. Das ist ja eine Art Störsender gegen die Dinge, die einen agitieren. Ja. Das war so eine Interferenz, dieses Rauschen von diesen Skalarwellen, die er umhatte, mit denen, die auf ihn gerichtet worden sind. Und er sagt zwar, ich bin noch nicht ganz frei, aber ich kann erstmal wieder schlafen und die Stimmen sind nur noch halb so stark. So, dann hatte ein Schwede, den ich gut kenne, das auch auf meinen Empfehlen hin besorgt. Ich hatte mir auch einen besorgt. Erstmal, um zu merken, ob ich selber an der Angel hänge. Gott sei Dank nicht bislang. Und der hatte dasselbe positive Ergebnis. Und dann habe ich ihm noch meinen auf den Rücken gehängt. Da war praktisch alles weg. Inzwischen waren die an einem Prototyp, der das noch besser können. Und es gibt auch in Deutschland, hat der Professor Meil,
so ein Gerät gebaut, das auch so ein Skalarwellenfeld erzeugt, das ist aber stationär. Ja. Und da hat auch einer der Opfer mir jetzt gesagt, der kommt aus der Schweiz auch, das hat zumindest 3 Monate ihm Ruhe verschafft und dann haben die Mistlagen das irgendwie umgangen und jetzt ist er wieder geplagt von der Technologie. Das heißt, nach 60 Jahren dieser Versklavungstechnologie sind wir jetzt im Jahr 2011 das erste Mal auf Geräte gestoßen, die zumindest eine Linderung schaffen. Übrigens auch nicht bei allen. Also manche wären irgendwie anders behagt, da haben diese Anhänger nichts geholfen. Ja. Und das beweist eben auch, dass Skalarwellentechnologie benutzt wird. Und dabei, wenn man dann weiterguckt, merkt man, dass der ganze menschliche Körper mit Skalarwellen arbeitet. Die ganze Kommunikation, ja. Richtig. Und Skalarwellen werden durch sogenannte Möbius-Spulen, das ist also ein Physiker, der hieß Möbius, aufgebaut. Das ist in 2 Spulen übereinander, da geht der Strom erst in einer Richtung und dann in der anderen Richtung, dann heben die sich auf. Mhm. Dann sagt man, ja, jetzt ist die Energie weg. Ja, von wegen, Energie kann nie weg sein, die kann nur umgewandelt sein. Deshalb der Aspekt Vakuumenergie, das ist ein Stichwort. Und die ganzen Zellmembrane haben Möbius-Spulen, der Blutkreislauf, Blut mit Sauerstoff geht in eine Richtung, Blut ohne Sauerstoff in die andere Richtung, ist eine Möbius-Spule. Und unser Gehirn kann in der linken und rechten Gehirnhälfte unabhängig voneinander Skalarwellen produzieren und die dann losschicken und zu einem sogenannten Skalarwelleninterferometer machen. Das heißt, die agieren dann miteinander, interferieren miteinander und machen dann irgendwas. Ein Kreuzungspunkt mit der Energie frei. Und so ist zum Beispiel das Beten, das Wünschen, das Manifestieren, das aus Gedanken, was wird. Das Heilen. Das Heilen. Zu erklären. Alles erklärbar, genau. Ja, auch die Bioresonanzgeräte arbeiten mit Skalarwellen, die wissen es nur nicht. Ja. Also das Interessante ist ja, dass solche Techniken teilweise von einigen Politikern sogar nach vorne getrieben worden sind. Und zwar de Gaulle hat ja damals in den 70er Jahren, ich habe einen Artikel vorliegen, der ins Englische übersetzt wurde und sogar publiziert wurde in Amerika, Versuche machen lassen zur Krebsheilung mit diesen Dingen auch. Also die haben dann zum Beispiel Versuche mit Ratten gemacht, die sie künstlich also mit Krebs beaufschlagt haben und haben dann also die Hälfte von denen dann in so eine Röhre gepackt und die dann mit diesen Frequenzen beaufschlagt und die Heilungsquote war also gewaltig. Ja. Das war natürlich gegen bestimmte wirtschaftliche Interessen gerichtet. Wirklich, der Pharmazieindustrie zum Beispiel, die ja gewaltige Summen schöpft, durch das Leid der Menschen, was aber zu beseitigen wäre. Also ich habe gehört, dass man zwischen 100 bis 150 1.000 Euro für einen Krebspatienten, der also dann mit Pharma schön durchgemangelt wird und in der Regel das nicht überlebt, ist natürlich ein sehr schönes Wertschöpfungsobjekt, so ein Mensch. Leider. Leider, es ist ganz widerlich. Und de Gaulle konnte sich da nicht durchsetzen. Ich meine, er hat ja verschiedene Dinge gemacht, die nicht gefielen bestimmten Leuten. Ist ja dann letztendlich abgesetzt worden durch bestimmte Maßnahmen. Also es hat schon Leute gegeben, die da Gutes tun wollten. Ja, es kommt immer wieder hoch. Ja. Und diese Skalarwellen sind eben auch ein Aspekt der sogenannten freien Energie, wenn eben mehr Energie ankommt, als losgeschickt wurde. Warum? Weil überall im Raum Energiedepots sind, das Hyperraum oder vierte Dimension, da tanken die sich auf und das sollen wir halt nicht rauskriegen. Denn Tesla hat dann ein Auto gebaut damit, mit dem Motor, der brauchte nichts außer diese freie Energie und Wilhelm Reich auch. Ja, das bleibt natürlich dem Militär vorbehalten und das normale Volk darf es nicht wissen, weil sonst können wir uns ja entweder fürchten oder fürchterlich aufregen, dass mit unseren Steuergeldern solche Dinge betrieben werden. Und es ist ja so, also der Bearden, dieser Spezialist, der ja auch lange beim Militär war, jetzt zwar in Pension ist, aber nach eigener Aussage immer noch Zugang hat zum Pentagon und damals schon an MK-Ultra-Dingen auch, also zumindest an den Überlegungen, der mitgewirkt hat, sagt ja, dass man also das bis zu 1000-fache Energie rausmelken kann. Ja, also man schickt quasi Energie los und kann mit einer Art Transistoreffekt eben eine Menge steuern damit. Und so laufen dann eben auch andere Dinge wie Waffensysteme und mit der Technik. Meil sagt auch sehr anschaulich, dadurch, dass die Geschwindigkeit nicht konstant ist, wie bei elektromagnetischen Wellen, wo ja die Lichtgeschwindigkeit immer eine Konstante ist und dementsprechend die Frequenz und Wellenlänge miteinander korrespondieren. Da braucht man immer nur eins zu messen, hat man schon das andere. Und bei der Modulation, wenn man Informationen überträgt, kann man das immer nur auf dem einen Ding machen, weil das andere automatisch da mithängt. Bei den Skalarwellen ist da nicht mehr diese Koppelung. Das heißt, man kann sowohl die Wellenlänge als auch die Frequenz modulieren, kriegt also eine Dimension mehr zur Informationsübertragung. Ja, genau. Deshalb können damit auch holographische Bilder übertragen werden. Womit man uns ja dann auch vielleicht mal beglücken will,
Project Bluebeam. Ja, ne? Genau, aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Ja, richtig. Ja, interessante Geschichte. Mhm. Ja. Jedenfalls, wer glaubt, da Opfer dieser Technologie zu sein, man merkt es, wenn man es halt merkt, dass einem irgendjemand im Gehirn rumspurzt, ja, fremde Gedanken reintut, die ihm eigentlich nicht zu einem gehören, die Persönlichkeit völlig verändert ist, oder man hört eben Stimmen oder sieht Bilder und so weiter, der soll sich an, da gibt es Vereine wenden oder an mich wenden und dann versuchen mit diesen Anhängern, da, wir haben auch noch gar nicht alle ausprobiert, also Karma Singh hat zum Beispiel auch einen Anhänger, der auf dieser Technologie ist, den haben wir noch nicht ausprobiert. Und nicht verzagen, wir kriegen jetzt langsam den Durchbruch, dass wir die Leute alle von der Angel kriegen. Also wichtig wäre demnach, wenn jemand Verdacht hat, dass es auch an sowas liegen könnte, sich zu informieren. Also man kann ja auch übers Internet, vielleicht können Sie ja mal ein paar Seiten nennen, auf was man da gehen könnte. Ja, die sind allerdings jetzt... oder Suchbegriffe. Aber wie hießen die Deutsche? Strahlenfolter gibt es auf Deutsch. Sonst blenden wir es ein. Ja, Mind Control. Ich habe die jetzt nicht alle auf Deutsch drauf, aber da gibt es ganz viele. Ja. Also man braucht nur die Schlüsselworte Mind Control, MK Ultra, psychotronische Waffen im russischen Bereich, also im Ostblock-Bereich. Ja. Da kommt ganz viel raus. Also gab es auch mal einen Filmbericht, wo quasi Russen damals schon, das ist bestimmt schon fast 10 Jahre her, dann eben sich gewehrt hatten, ich hatte auch so ein Gerät umhängen, was sie sich dann wohl selber gebaut hatten oder von Technikern haben machen lassen, um eben da eine gewisse Abwehr Ja, in der Stasi gab es auch Geräte, das wissen wir, aber wir sind bislang leider noch nicht rangekommen. Naja, das wird ja alles aus bestimmten Gründen noch geheim gehalten. Ja. Ja, vielen Dank für diese aufschlussreichen Informationen. Ja. Vielen Dank, dass Sie zu Weit TV gekommen sind. Danke, dass ich hier sein kann. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Erlebnisse. Wir versuchen ja ein Puzzle zu legen mit den einzelnen Zeugenaussagen von Mind-Control-Opfern, weil die Beweislage schwierig ist. Man kann nicht in die Köpfe der Menschen hineinschauen, aber man kann an der Parallelität der Zeugenaussagen sehr wohl Rückschlüsse ziehen und auch mit dem Argument, was hat man für ein Interesse, diese ganzen Sachen zu erfinden. Und insofern sind wir jetzt sehr gespannt, Ihnen zuzuhören. Ja. Meine Geschichte fing so im Anfang 2009 an. Damals lebte ich in Kopenhagen und hatte gerade einen Antrag für einen Job beim militärischen Geheimdienst eingesendet, als Zivilist, als Elektronik, in der Elektronik und Signalanalyse und so weiter. Und kurz darauf spürte ich einen Insektenbiss im Hinterkopf. Im Januar. Mitten im Winter. Da ist in Dänemark kalt, da gibt es normalerweise keine Insekten, die da anbeißen. Nein, aber es fühlte sich an wie ein Insektenbiss. Zu Hause? Ja, zu Hause. Nachts. Also ich weiß nicht, dass ich gebissen worden bin. Aber ich hatte plötzlich diesen Biss, oder das, was ich wie ein Insektenbiss anfühle, im Hinterkopf und machte mir eigentlich keine Gedanken darüber. Erst viel später wurde mir bewusst, dass dies vielleicht einen Zusammenhang hat mit dem Anfang. Und ich sage vielleicht, es muss noch bewiesen werden. Natürlich. Ja. Und gleichzeitig, so im Februar herum, da hatte ich so nie ein Gefühl, dass ich beobachtet wurde, also unter Beobachtung stand. Und machte mir eigentlich keine großen Gedanken daraus. Erstens dachte ich, es wäre ein klein wenig Paranoia oder was auch immer, man vergisst es. Aber es wurde immer mehr und mehr intens und dann wurde es bekümmert irgendwie. Also, sah man auch irgendwie jemanden oder äußerte sich das? Nein, das äußerte nicht so. Erstmals war es nur das Gefühl, dass du beobachtet wirst. Und das ist natürlich nicht sehr schön. Und dann später gab es dann Interaktionen mit der Apartment über mir, wo ich langsam spürte, dass wenn ich hier jetzt zum Computer ging oder in die Küche ging, dann
wurde ich irgendwie verfolgt und es wurden immer dann Reaktionen auf meine Reaktionen, sozusagen. Das wurde dann natürlich, naja, es könnte natürlich mit dem Antrag zusammenhängen, dass es einen jetzt mal ansehen, was das für einer. Aber Ende Februar bekam ich dann Abschlag, wie heißt das? Eine Absage. Absage vom Job und naja, macht mir eigentlich auch nicht sehr viel daraus, weil ich damals schon über 40 war, oder gerade 40. Und dachte, naja, vielleicht bin ich zu alt dafür oder was weiß ich, für welchen Grund. Das ist egal, gebe keinen Grund. Was aber bekümmernd war, war, dass das ganze Überwachungsszenario das sich verstärkte in den Monaten darauf. Und das sehr, sehr intensive Verstärkung, das wurde dann mehr und mehr bekümmernd und war natürlich ein sehr schlechtes Gefühl, dass man immer überall überwacht wird. Und eines Tages beschloss ich mich dann, sie zu provozieren und mal sagen, mit dem Internet dann alles mögliche Mist runterzuholen und jetzt könnt ihr mal das analysieren und das analysieren und so weiter. Das fand ich dann damals ganz lustig. Aber das stellte sich dann später raus, das war eine sehr, sehr schlechte Idee. So um April. Darf ich nochmal kurz zurückhaken? Ja? Wie äußerte sich denn die Intensivierung, dass man das Gefühl, dass Sie das Gefühl hatten, da ist jemand, der guckt genau zu, was ich mache? Kann man da ein paar konkrete Beispiele mal bringen, dass man sich das vorstellen kann? Ja, erstens gab es das Gefühl, man ist ein sechster Sinn oder so. Und den muss man dann irgendwie abschreiben, als wäre nur so Hirngespinst oder habe ich jedenfalls damit abgeschlossen. Naja, was komisch ist das. Aber dann später, als ich dann Interaktionen feststellte, dann wurde ich natürlich sicher, dass ich... Wie waren die denn? Mal ein Beispiel, die Interaktionen. Es gab verschiedene. Erstens die Interaktion mit meinem, wie ich mich bewegte in meiner Wohnung. Und jemals, wenn ich mich aufstand oder zum Computer hinging, gab es eine Bewegung, die darauf folgt und so weiter und so weiter. In der Bewegung in der anderen Wohnung? Ja, die man den hören, weil das gehört man dann, wenn Leute da sich auch bewegen. In Folge, dass ich mich gerade bewegt habe. Ja. Und das, wenn man sich dann darauf konzentriert, dann wird man sich dann ganz klar, dass einen Zusammenhang hat. Konnte man auch in Gegenden der Wohnung gehen, wo Ruhe war? Das habe ich eigentlich nicht so bemerkt. Ich habe das nur als Interaktion so. Damals habe ich noch nicht so richtig recherchiert. Also, was konnte ich auch drauf machen? Vielleicht war ich unter Überwachung und kann man halt nichts machen. Abwarten, irgendwann lassen sie dann auch wieder los. Allerdings taten sie das nicht. Das war dann natürlich nicht sehr schön. Nee. So um April herum. 2009. Ja, 2009 immer noch. Also, 2-3 Monate danach, wurde ich mir auch bewusst, dass meine Gedanken beeinflusst wurden. Und man könnte es ja eigentlich steuern, eine Steuerung meiner Gedanken in bestimmte Richtungen. Wie merkt man das? Ich habe es als erstes gemerkt, als wenn ich auf irgendwas konzentriert war, plötzlich meine Gedanken irgendwie sich ableiteten auf irgendwas, was eigentlich keinen Sinn machte. Und auch keine Relation zu dem, was ich gerade machte, hatte. Und danach spürte ich, dass wenn ich mich bewegte, dies wieder verschwand. Also im Zimmer bewegte? Ja, oder nur ganz kurz den Kopf bewegte. Ja. So wie hier, so um einen halben Meter. Dann war es weg. Und dann dauert es einige Sekunden, 10, 20 Sekunden. Und dann kam es wieder. Also, und dann merkte ich, man kann eigentlich spüren, wenn das Lock-on-Signal da ist, also wenn sie sich einklinken, ja. Und das wurde dann natürlich ganz schlimm, aber ich musste mir natürlich versichern, dass das auch so ist. Und deshalb bewegte ich mich immer wieder rum und eine ganze Nacht lang nur rumbewegen und immer wieder Katze und Maus gespielt, ja. Und das eskalierte dann völlig. Und als ich mich ganz bewusst darüber war, dass das
Mind Control oder Gedankenbeeinflussung ist, wurde ich natürlich panisch. Also ich hatte nur vom Manchurian Candidate mal gehört in den 50ern oder, ja, oder vom MK Ultra, dass die da ja, Mind Control Programme in den 50er und 60er hatten. Mhm. Und dachte, was haben sie jetzt vor? In welche Richtung wollen sie mich jetzt programmieren? Oder ja. Wollen sie mich zum Patsy oder wie heißt das in Deutsch? Zum Opfer oder zum. Ja, wie heißt das auf Deutsch? Wenn jemand eine Tat angeblich gemacht haben soll, ja. Was es nicht getan hat. Falsche Flaggenoperationen ja. Oder was welche. Ja. Oder auch. Oder wollen sie mich zum Manchurian Kandidaten programmieren oder so ähnlich? Und mir war dann natürlich. Also nicht zu. Ja, so ungefähr. Ich hatte ja keine Ahnung, was sie wollen und in welche Richtung das jetzt gehen soll. Hm. Und da hatte ich Panik und natürlich höllische Angst. Ich hatte ja keine Lust, mich irgendwie jetzt zum Patsy oder zum Mörder machen lassen zu können. Und da beschloss ich mich eigentlich jetzt, das ganz versuchend konsequent die Beeinflussung zu umgehen. Ja. Und als ich dann aus meinem Apartment ging und in Kopenhagen. Ja, in Kopenhagen und um das und mich eigentlich da nur wenig ein paar Tage aufhielt. Und ich jetzt ganz sicher war, dass es sich so verhielt, dass das Gedankenbeeinflussung war, da gab es dann ein neues Signal, synthetische Telepathie nennt es sich, wo sie eigentlich Kommandos und Sprache generieren können, und um direkt mit einem zu kommunizieren. Mhm. Und ja, das war dann ganz ein neuer Schock und sie fingen dann an, eine Morddrohung, und jetzt, da ich das Ganze erst entdeckt hatte, wollten sie mich ermorden. Sie konnten mich jetzt nicht herumlaufen lassen und wissen. Haben die gesagt, die Stimme im Kopf? Ja. Aber waren das richtig deutliche Stimmen im Kopf? Ganz deutliche Stimmen, ja. Auf Dänisch? Auf Dänisch, ja. Und ja. Das war natürlich eine neue Situation, denn jetzt musste ich sehen, dass man mich nicht ermordet. Ja. Und was zu tun, und ich beschloss dann, mich nur viele Leute sind, aufzuhalten. Ja. Und das in der Hoffnung, dass sie. Draußen in der Stadt. Ja. Dass sie in der Hoffnung, dass sie mich nicht in voller Öffentlichkeit ermorden würden. Und dann verbrachte ich einige Tage nur in Cafés und. In Kopenhagen ging einfach nur so wahllos rum, von Café zu Café oder Stelle zu Stelle. Und in der Zeit entdeckte ich auch, dass eine physische Überwachung da war mit Leuten. Und erstens, weil ich sehr, sehr ungewöhnlich lange an bestimmten Orten verweilte, in Cafés oder an Bushaltestellen oder ähnliches. Wo zwei, drei, vier Stunden lang da stand oder saß oder was auch immer. Und es war dann sehr, kann man sagen, unnatürlich, wenn andere Leute genauso lange da waren. Mhm. Ja. Und darauf wurde ich dann aufmerksam, und insbesondere bei Bushaltestellen, ja, wenn alle Buslinien. In der Nacht schon weg waren. Ja, nee, nicht in der Nacht. Wenn alle Buslinien, die an der Haltestelle Halt machen, vorbeifuhren und die immer noch dieselben Leute da standen, die alle Buslinien verpasst hatten, dann wurde es natürlich klar, die haben irgendwas anderes, die stehen da nicht, um den Bus mit dem Bus zu fahren. Ja. Da fing ich dann an, Leute direkt in die Augen zu schauen und dann mit dem Bewusstsein, du bist enttarnt, und dann sieht man genau. Also ob die Leute jetzt dazugehören zu den Überwachern oder nicht. Das erkennt man sofort. An der Körpersprache. Ja, an der Körpersprache, an der Gesichtsmimik, ob die dann jetzt, was ist das für einer? Oder ob sie sich irgendwie schuldig. Man sieht das. Schlechtes Gewissen. Ja, schlechtes Gewissen. Man sieht das sofort. Ja. Und dann ging es dann so weiter. So einige Tage in Kopenhagen herum, und dann entlarvte sehr viele. Also da waren ziemlich viele Leute unterwegs. Das war natürlich eine sehr schlimme Situation. Ja, ja. Und schlafen
Ja, ich traute mir auch nicht zu schlafen. Irgendwie, also wo kann man sich hinlegen und sich sicher fühlen? Ja. Und deshalb ja, verbrachte ich auch die Nächte in der Stadt. Ja. Und musste dann morgens wieder zur Arbeit und so. Das war natürlich schlecht. Nach 2-3 Tagen, da ist man schon ziemlich entkräftet. Natürlich. Braucht dann irgendwie seinen Schlaf. Ja. Und nach 3 Nächten, da habe ich dann oder versucht, eine Schlaftablette zu kriegen, wo ich mich an das Hospital wandte und ob ich noch nur eine Schlaftablette kriegen könnte, um eine Nacht Schlaf zu kriegen, weil ich musste einfach schlafen. Mhm. Das wollten sie eigentlich nicht aushändigen. Mhm. Ja, dann beschloss ich mich einfach, jetzt muss ich irgendwo anders schlafen. Und dann ging ich rum in Kopenhagen und suchte mir ein Hotelzimmer. Ja. Also ich wollte nicht zu Hause schlafen. Ja. Und schließlich, letztendlich fand ich dann ein Hotel, wo ich ein Zimmer buchte, einen doppelten Whisky einnahm und mich dann versuchte, schlafen zu legen. Mhm. In der Zeit, das war dann nicht möglich, aber ich konnte mich dann ein bisschen ausruhen, wenigstens. Ja. Und in der Situation koppelte sich auch eine Person ein mit synthetischer Stimme. Und man hört den Unterschied sehr deutlich, dass die die meisten Stimmen oder fast alle Stimmen naturgetreu menschliche Stimmen sind. Mhm. Und jetzt war plötzlich diese synthetische Computerstimme da. Und ich nehme an, dass es eine Übersetzungssoftware irgendwie ist von irgendeiner anderen Sprache. Also nicht, dass ein hochintelligenter Computer jetzt... Nein, kein Computer, eher ein Übersetzer, weil sie jetzt Konsulenten oder Beistand aus dem Ausland irgendwie hatten. Ja. Oder ähnliches, die das denn jetzt, wo der Computer das denn jetzt übersetzte. Und diese Stimme war dann sehr daran interessiert, an Tesla-Technologie, wo ich mich sehr für interessiert hatte, aber nichts. Nikola Tesla, der berühmte Physiker. Ja. Das nur so, weil ich Techniker bin, fand ich das eben sehr spannend und habe sehr viel Zeit damit verbracht, zu lesen, was ist im Untergrund oder was es in Forschung gibt und so. Mhm. Aber habe ich mich eigentlich nicht aktiv damit beschäftigt. Ja. Also keine Entwicklungen gemacht oder Versuche gemacht. Also gab das gab ihnen dann kein Resultat. Aber ich habe auch Erfindungen gemacht. Unter anderem ein Mikrofon, einen ganz neuen Mikrofontyp. Und diese haben sie dann total abgestaubt, kann man sagen. Also die haben sozusagen die Spionage in ihrem Kopf gemacht. Ja. Und das ist natürlich auch sehr beunruhigend, dass sie jetzt Sachen, also so Erfindungen stehlen, direkt aus dem Kopf von Leuten. Furchtbar. Und das, an dem Zeitpunkt lag mir also natürlich nicht so viel daran, weil jetzt galt es ja darum, am Leben zu bleiben. Mhm. Und das war natürlich verwundsam. Ja, selbstverständlich. Und irgendwann in der Nacht gab es dann den sechsten Sinn, dass jetzt ist was Schlimmes im Kommen. Und ich verließ das Hotelzimmer und ging den Flur runter und versteckte mich in einem WC. Ja. Und dann hörte ich dann, wie sie Leute kamen, Plastik ausrollten und sich Plastikanzüge anzogen und so weiter. Vor dem Klo? Ja. Nee, vor dem Zimmer, wo ich war. Ach so. Also ich war dann 10, 15 Meter weiter runter am Gang und dann in einem Klo da versteckt. Oder Duschkabine. und das konnte ich dann mitkriegen, dass die dann Türen öffneten und dann alles wieder zusammengerollt wurde und dann wieder verschwanden. Und das war natürlich sehr schlecht. Also ich nehme das, muss ein Attentatversuch sein. Gewesen sein. Also entweder um mich da irgendwie umzubringen oder als als Extraordinary Edition irgendwo betäuben und ausfliegen oder was auch immer. Mhm. Und da konnte ich natürlich da nicht weiter schlafen, also packte ich schnell mein... Oder Vergeselbstmord. Ja, wahrscheinlich eher, sich da irgendwo zu hängen oder was auch immer. Mhm. Also konnte ich mich da nicht wieder hingeben und nahm meine Sachen und ging dann wieder ins Café runter. Also der Schlaf war auch nichts? Der Schlaf war auch nichts, leider. Ich habe mich ein paar Stunden ausruhen können, aber schlafen nicht. Wahnsinn. Ja.
Da saß ich dann im Café und dann plötzlich, neben mir standen dann drei Deutsche, die, was eigentlich nicht komisch ist, aber was allerdings komisch ist, genau wie denen, haben Deutsche normalerweise sehr, sehr hohen Akzent, wenn sie andere Sprachen sprechen. Ja, und weil sie dieses bescheuerte Fernsehsystem haben. Ja, ja. Und die mit Untertext. Ja. Und normalerweise hört man immer, wenn ein Deutscher ausländische Sprachen spricht. Aber die drei Deutschen waren vollkommen perfekt in Russisch, Französisch, Italienisch, alle möglichen Sprachen, wo sich darüber unterhalten. Also Sprachgenies einfach. Und das kam mir dann natürlich ziemlich seltsam vor, welche Leute haben einen so großen Anteil von verschiedenen Sprachen und in einer solchen Perfektion. Ja. Dann irgendwann später, 10 Minuten später, kam dann ganz hinten im Café von oben runter ein ganz schwarz gekleideter mit latinamerikanischen Hintergrund runter und mit einem großen Duffelbag. Wie heißt das? Eine große Tasche? Nee, Tasche. So eine Tasche. Das war natürlich dann, nehme ich an, wahrscheinlich die Person, die oben war. Das ist natürlich eine Annahme. Ja. Aber beschloss mich dann dafür, das Café zu verlassen. Mhm. Und jetzt hatte ich eben halt genug und wollte jetzt zum Geheimdienst hin und eine Erklärung haben. Mhm. Was stehenden Fußes. Wollte ich den. Was haben Sie jetzt vor? Allerdings ist der Geheimdienst umgezogen und ich wusste nicht davon. Ich habe mich eigentlich nicht der militärische Geheimdienst, sondern der zivilen oder polizeiliche Geheimdienst. Mhm. Und ich argumentierte dann hin und her mit dem Taxifahrer und der meinte, das liege, weil er wäre jetzt außerhalb Kopenhagen. Ich war ganz sicher, dass das noch an der alten Stelle war und letztendlich plädierte ich dafür, dass er mich dann an der Stelle, an der ich mich erinnerte, wo das mal war, in den 80ern oder wann auch immer, ja. Und er setzte mich da ab. Aber das war dann umfunktioniert und war nur eine Polizeistelle. Mhm. Der Geheimdienst war, der Taxifahrer hatte recht, der Geheimdienst war außerhalb Kopenhagen. Ja. Und ich ging dann zur Polizeiwache rein. Und traf einen ganz netten jungen Beamten da und fragte ihn, ob er was darüber sehen konnte, Überwachung, was auch immer. Und erklärte, dass die Leute mich verfolgen und dass ich die identifizieren könnte und so weiter. Und aber leider könnte er mir das nicht beantworten. Und selbst wenn er das irgendwie sehen könnte, was er nicht konnte, oder zumindest sagte, dass er nicht konnte, wäre es ihm nicht gestattet, diese Auskunft zu geben. Ja. Er gab mir den Rat, die höchste Polizeistelle in Dänemark zu kontaktieren, den Polizeichef von Dänemark zu kontaktieren, weil der wahrscheinlich der Einzige wäre, der das beantworten könnte. Von da aus, dann fragte ich auch noch, weil ich brauchte ja meinen Schlaf und hatte noch nicht geschlafen, machte ich eine kleine Anfrage, ob die mich dann für die Nacht einsperren könnten. Eine Ausnüchterungszelle. Ja, genau. aber leider durften sie das nicht, weil da ich nicht betrunken war oder straffällig geworden war oder auch ganz ruhig wirkte und so weiter, durften sie mich nicht einsperren. Hm. Also war ich wieder irgendwie was jetzt. Und ich musste ja in einigen Stunden wieder zur Arbeit. Beschloss ich mir, zu meiner Arbeitsstelle zu gehen und mich da auf eine Couch zu legen, ein paar Stunden zu schlafen. Ja. Dann könnten sie mich wecken, wenn da die Leute eintreffen. Und da fing die synthetische Stimme an, von Alien-Geschichten zu erzählen. was eigentlich auch sehr komisch war und sehr, also außerirdisch. Ja, außerirdische Aliens. Und da ich nicht daran glaube, war das natürlich eine sehr komische Geschichte. Ja. Und für mich ist die Alien-Sache eine amerikanische Mythologie. Mhm. Und das indikiert für mich dass die Konsulenten, die synthetische Stimme, wahrscheinlich amerikanisch war. Gut möglich. Ja. Als meine Kollegen dann eintrafen morgens und mich weckten, da konnten sie natürlich sehen, dass ich jetzt 3 Tage lang nicht geschlafen hatte. Ich hatte die
zwei vorhergehenden Tage hatte ich zwar gearbeitet, aber hatte meine Arbeit gut überstehen, aber da war ich nicht in der Lage, meine Arbeit zu machen. Und die meinten, ich müsste mich jetzt krank schreiben lassen. Und ich ging, sahen aus wie ein Zombie. Ja, wahrscheinlich. ich ging dann zu meinem Arzt hin, das war auch ganz, ganz in der Nähe. Und, aber leider war er nicht da, sondern eine junge Ärztin war da. Und ganz unmotiviert, also erstens fand ich die gar nicht sympathisch, die eine sehr aggressive Person, sehr kommandierende Person, autoritär, was eigentlich sehr gegen die dänische Weise normalerweise ist. Und aus freiem Himmel fragte sie mich, ob ich jetzt Stimmen höre. Das gibt's ja wohl. Ja. Und da ging mir natürlich ein Licht auf. Die wollen mich jetzt in eine Psychiatrie einweisen lassen. Und in Dänemark ist es so, dass in der Psychiatrie, da kann man nicht mal eine Autopsie bekommen. Wenn man da umkommt, kriegen die Verwandten, können sie keine Autopsie. Also war mir ganz bewusst, was jetzt vor sich geht. Und weil jetzt... Haben Sie eine Wiege gemacht, wahrscheinlich sind gleich wieder raus. Ja, dann darf ich gleich wieder raus, mit der wollte ich gar nichts mehr zu tun haben. Vernünftig, ja. Mein Gott. Ja. Und von da aus, da wollte ich jetzt zu meiner Familie hin, aber auf dem Weg, um meine Taschen mal schnell, musste ich schnell in meine Wohnung hin und eine Tasche packen und so weiter, kam mir der Gedanke, jetzt gehe ich mal zu den Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty und so weiter. Ja. Und da ging ich dann hin und die wiesen mich dann auf eine andere Organisation hin, die konnten nichts. Also Amnesty hat gepasst? Ja, hat gepasst, aber mich auch zu einer anderen Organisation hingeschickt. Ja. Da ging ich dann hin, das Institut für Menschenrechte in Dänemark. Die waren auch, also beide waren sehr nett, aber hatten keine Ahnung, was machen wir jetzt. Wir hatten keine Rettungsmöglichkeiten. Keine Rettungsmöglichkeiten überhaupt. Ja. Die letztere Organisation gab mir dann eine ganze Liste mit, Lawyers? Rechtsanwälten und so weiter, ja. Die mit Menschenrechten arbeiten. Ah ja, okay, ja. Und danach schaffte ich es, jetzt war ich sehr unter Druck und die Stimmen waren sehr, sehr aggressiv und wollte mich um keinen Preis Kopenhagen verlassen lassen. Ah ja. Aber zu guter Letzt schaffte ich es bis zum Zug. Die sagen dann, also du darfst jetzt hier nicht raus. Ja, kann hier nicht raus und versuchen immer wieder die Gedanken zu distrahieren, dass man irgendwie auch immer wieder neue Gedanken kommt, dass man vergisst, dass man eigentlich nach jetzt weg wollte. Aha, ja, interessant. Und das, aber ich schaffte es dann zum Zug und zur Insel Fyn, wo meine Familie lebt. Ja. Und dann war ich zu Hause wieder. War da ein bisschen mehr Ruhe? Da war dann Ruhe. Also da kam ich dann nachts an und habe mich dann nachts schlafen können, was sehr, sehr gut war. Und das war natürlich toll. Ja. Eine Nacht ausgeschlafen. War es ein schönes Gefühl, bei der Familie in Odensee zu sein? Ja, das war dann gut und eine gute Nacht Schlaf und so. Das, ja. Das war ganz schön. Allerdings fing da eine Tortur an, die man sich nicht vorstellen kann. Oh. Von da an, da ging es darum, es ist eine psychologische Anwendung von NLP, neurolinguistische Programmierung und Hypnose, die man versucht anzuwenden. Um die Person zu oder mich zu wie heißt das zu konditionieren zu konditionieren und kontrollieren und versuchen die Person schlecht dastehen zu lassen um sich so psychisch herunterzumachen. Ja. Also man setzt dann alles daran, ihre Glaubwürdigkeit wegzunehmen. Ja, darum geht es. Dass man versucht alles Mögliche und Leute zu beschuldigen, den ganzen Familienkreis, Freunde, alle Freunde und Bekannte, die ich hier hatten, wurden beschuldigt, dahinter zu stehen. Und das, da man in einer Art Hypnose ist, wird es ziemlich glaubwürdig und man macht sich natürlich Gedanken darüber, könnten die und die dahinter stecken und so weiter.
Das Ganze ist natürlich eine Smoke and Mirror, wie heißt das? Ja, ein Verwirrungsspiel. Ja, also wo sie versuchen, die wirklichen Hintermänner oder sich selbst zu schützen, indem sie die Schuld auf andere weisen. Ja, und falscher Flagge sägen. Ja, ja, und dann damit würde man sich natürlich auch sehr blöd darstellen, wenn man dann falsche Anklagen erhebt, ja, Freunden und Bekannten gegenüber und so weiter. Zwietracht sehen, ja, das ja. ist typisch für diese ja. Kräfte, ja. Teile und herrsche. Allerdings hatte ich das erkannt und verhielt mich eigentlich ganz, ganz ruhig und sagte eigentlich überhaupt nichts. Cool. Für einige Monate, wo die Tortur... Einige Monate? Ja, für einige Monate, wo die Tortur dann schlimmer und schlimmer wurde und man versuchte mich in jeder Hinsicht also krank zu machen. Fertig zu machen, krank zu machen, versuchen, dass man mich zum Selbstmord treiben würde oder so weiter. Aber... Ich habe dann beschlossen, ich werde kämpfen, gut. bis zum letzten kämpfen. Und das geht dann weiter. Dann gibt es auch dann Verhörstechnologien. Nur mal kurz fragen, war das auch schmerzhaft? Nein, eigentlich hatte ich keine Schmerzen. Ja, Glück gehabt, weil viele klagen über Schmerzen auch. Ja. Und dann gibt es dann Verhörstrategien, wo sie die Gedanken lenken. Und um... auf ein bestimmtes, wie heißt das, auf ein Ziel? Ja, auf ein bestimmtes Gebiet, irgendetwas, worüber sie was wissen wollen. Aha. Raufzulenken, also langsam werden die Gedanken dahin gelenkt. Ja. Und wenn sie da angekommen sind, dann gibt es einen Feedback-Loop, eine Aha. Feedback-Schleife, ja. Wo sie die Gedanken darauf festhalten, um dieses ganze Gebiet, wo man dann in alle Richtungen denkt, bis sie naja, wissen, was sie da ja, wollen ist. Ja. Und so funktioniert das und es ist sehr, sehr schwer, was dagegen zu machen, aber man kann was dagegen machen. Aha. Man kann irgendein Wort aussuchen und sich da voll konzentrieren. Es ist natürlich sehr eine Konzentrationssache gegen dieses Loop. Anzukämpfen. Die Schleife, ja. Ja, und dann immer fokussiert auf irgendein Wort, das damit nichts zu tun hat, konzentrieren. Und irgendwann stoppt das Loop. Dann geben sie auf. Ja. Und wenn man das jedes Mal macht, konsequent, und das braucht nicht das gleiche Wort zu sein, aber irgendein Wort, das mit der Sache nichts zu tun hat, ja. dann kann man sich darauf programmieren, dass man das auf Zeit automatisch wird. Aha. Also wird es jedes Verhörsspiel, wo diese Technologie angewendet wird, schaltet mein Gehirn jetzt automatisch auf. Und vermasselt den die ganze Sache. Ja. Ja, Gott sei Dank. Blockiert das. Ist ja ein guter Tipp für andere Opfer vielleicht auch. Ja. Das ist die eine Methode. Die andere Methode geht darauf hin, dass sie Bilder projizieren. Ja. Und da kann man eigentlich nichts machen, aber da ich nichts verbrochen habe, kann ich auch nichts mit den Bildern anfangen. Filme, bewegliche Bilder? Nee, keine Filme, bewegliche Bilder. Mhm. Nur Stillbilder von irgendwie, das kann ein Raum sein irgendwo, aber ja. da ich da nie gewesen bin, gibt es keine Reaktion drauf. Aha, ja. Und so geht es dann weiter und weiter. Aber es gibt auch zur Hypnose, die kann man auch blockieren, indem man irgendein ein Glied irgendwie steif macht und anspannt. Zum Beispiel mit dem Finger oder was auch immer. Oder das kann man dann auch schön verstecken in der Hosentasche oder hinter dem Rücken oder irgendwie auch, damit man nicht so anfällig ist für die Hypnose. Und einfach nur so in die Finger stecken. Ja, ja, oder so sitzen hier irgendwie oder was auch immer. Das kann man dann gut kamuflieren. Oder hinter dem Rücken oder hinter dem Nacken mit den Händen oder in den ja. Und das blockiert eigentlich den direkten Zugang zur Hypnose, dass man da nicht so anfällig ist. Oder man muss sich natürlich darauf konzentrieren und das tut auch mit der Zeit ziemlich weh. Aha. Muss man dann abwechseln und so weiter. Ja, ja. Das haben Sie sich ausprobiert. Das funktioniert. Das ist dann die Schutzmaße gegen da. Man kann nicht ganz darüber ankämpfen, aber es funktioniert zu einem gewissen Maß. Gut zu wissen. Ja. Ich war ja jetzt krankgeschrieben für eine Zeit und musste dann hin und wieder zurück nach Kopenhagen. Mhm. Zum Arzt. Ja, zum Arzt und so weiter und war jetzt krankgeschrieben. Aber da war dann diese komische Frau nicht mehr.
Nein, nein, jetzt war mein richtiger Arzt da, ja. Und der hatte ganz sicher seinen, wie heißt das, den Code, der kannte seinen Patienten, Code und so weiter, und wurde dann krank geschrieben, weil ich Schlafstörungen hatte. Aha, ja. Und das, ja, das ging dann, dann war ich dann einige Monate in Odensee bei der Familie und unter dieser Tortur und war eigentlich der ganz stille und habe eigentlich ganz wenig gesprochen. Haben die sich nicht gewundert dann in der Familie? Doch, sehr. Sie fanden es natürlich sehr komisch, dass ich sehr apathisch war. Aber allerdings ist es eine sehr schwierige Situation, wenn man so unter Druck steht und sie versuchen, alles gegen einen zu verwenden und einen schlecht dahinzustellen oder falsche Anklagen zu erheben und so. Da ist es eigentlich besser, ganz still zu sein, ganz apathisch zu sein. Mhm. Das hat dann, das würde ich auch empfehlen. Haben Sie der Familie was erzählt? Überhaupt nicht, nicht. Gar nichts. Nicht zu aus Angst, dass sie die für verrückt erklären? Ja, sie würden das nicht verstehen, mhm. Wahrscheinlich. Auch heute nicht? Teile der Familie, nein, glaube ich nicht. Mhm. Eigentlich wahrscheinlich, unwahrscheinlich. Schlimm. Und das ist auch ein Rat, nicht Freunde und Familie mit da reinzuziehen oder zumindest sehr sanft zu erklären. Und über Zeit vielleicht. Ja, ja. Ich habe das ja in meiner Familie auch gehabt. Mhm. Ein Vetter von mir, der ist, war ich der Einzige, der da kapiert hat, was los war. Und ich habe ihm aber auch ein bisschen helfen können. Das ganze System funktioniert ja auf Glaubwürdigkeit und geht auf die Glaubwürdigkeit drauf. Mhm. Und man versucht, Leute unglaubwürdig zu machen. Und dann sind Sie dann in Odensee geblieben oder weitergezogen? Nein, also ich wollte eigentlich... War das eine Wartezeit? Ich wusste nicht richtig, ob ich zumal ich hatte ja meine Arbeit noch in Kopenhagen, meine Wohnung und so weiter. Und ich habe dann einige Monate verbracht, ob ich jetzt nach Kopenhagen zurück wollte oder und meine Arbeit wieder machen wollte oder ob ich jetzt woanders hin. Aber jedes Mal, wenn ich nach Kopenhagen war, steigerte sich das. Mhm. Und letztlich beschloss ich dann von Kopenhagen wegzuziehen und verlor dadurch natürlich meinen Job und so weiter. Mhm. Und wohne jetzt in Aarhus, auf eine ganz schöne Stadt. Ja, und, sehr schön. Allerdings hat es da nicht aufgehört, aber es war doch eine Luftwanderung. Ruhiger. Es wurde nicht von den Angriffen und von der Tortur her ruhiger, aber die Luftwanderung, also die Wanderung war ganz gut, denn was Neues. Mhm. Danach ging es mit der Schikane oder Tortur weiter, wo sie versuchen, mit die Sexualität zu verändern, zu programmieren. In Richtung homosexuell? Oder? Ja, in Richtung alles Mögliche. Eigentlich alles, was man nicht ist, mhm. ist interessant für die. Und versuchen, ob sie einen irgendwie umprogrammieren können. Mhm. Das Gleiche mit, also versuchen eigentlich einen zum Monster zu machen, in jeder Hinsicht blöd dastehen zu lassen. Und das, die können Emotionen beherrschen und das Ganze wird dann mit NLP gekoppelt, sodass man beim Anblick irgendetwas, eine bestimmte Person oder so, bestimmte Emotionen verankert werden. Und die versuchen einen dann einzuprogrammieren auf bestimmte Sachen und das kann Sexualität sein, das kann alles Mögliche sein. In jeder Hinsicht eigentlich. Also wenn man dann auf einmal auf der Straße jemandem begegnet, kommt plötzlich ein Gefühl der Aggression. Ja. Und das kam jetzt dann, das war eigentlich der letzte Versuch, wo all die anderen Versuchen kamen, war der letzte Schritt, war jetzt, dann, dass sie dann versuchten, Aggressionen wirklich so spontan einzuprogrammieren, um einen Versuch zu machen, dass ich jetzt jemanden angreife oder verletze, töte, was auch immer. Das war völlig untergeordnet, also keine bestimmte Person, sondern ich müsste nur jemanden umbringen, oder schwer Verletzten oder so. Und das Ganze zielt natürlich darauf hin, dass sie einen dann in die Psychiatrie einweisen wollen. Mhm. Aber wurde das auch mit Stimmen begleitet? Dass man sagt, hier, guck mal, das nein, Schwein, das musst du jetzt umbringen überhaupt nicht, oder so? Überhaupt nicht. Das sondern nur einfach das Gefühl einer enormen Aggressivität. Und natürlich, wenn ich jetzt spontan so ganz dicht an jeder einer Person wäre, wenn ich jetzt ganz spontan aggressiv wäre, dass ich mich eigentlich instinktiv verteidigen würde oder angreifen würde, allerdings habe ich dann eine gute Selbstbeherrschung und reagiere auch nicht impulsiv. Ja, aber das ist ein Glück eher.
Wahnsinn. Also das ist eher Glück als was anderes. Und es gab in der Zeit auch ein Spiel mit Good Cop, Bad Cop. Wie heißt das in Deutsch? Der gute Polizist. Ja, ich glaube, das sagt man auf Deutsch. Ja, ja. Wo zwei Gruppierungen sich eigentlich bekämpften. Und das war die Stimme eigentlich. Ja. Und das ging dann um rechtliche Fragen. Und dann hat jemand interveniert. Das kam dann im Herbst 2010. Mhm. Wurde dann interveniert und das Ganze wurde gestoppt, oder ein Teil davon wurde gestoppt. Mhm. Die Programmierungsspiele wurden gestoppt, das Aggressivitätsprogramm wurde gestoppt. Allerdings sind die Stimmen noch da. Die eine Partie, die Bad Cops, wurden kaltgestellt, sozusagen. Nein. Also jetzt gibt es nur die guten Cops, die allerdings auch innervierend sind. Auch heute zum Beispiel? Ja, also die sprechen jetzt ab, aber machen keine schlimme Programmierung, kann man sagen. Was sagen Sie da zum Beispiel? Ja, jetzt sind Sie ganz paff. Zum Beispiel, dass ich jetzt in Stockholm bin. Ich bin eigentlich dürfte ich das Land nicht verlassen und jetzt bin ich plötzlich in Stockholm. Was machen Sie jetzt? Ja. Und wie kommt der da hin? Aber wir können nichts dagegen machen. Wer ist vorher kann dann EU-frei herumreisen. Kann ich nur sagen, schönen Gruß an die Mistkerle. das ist jetzt das Thema. Ja, Wahnsinn. Also das kann man ignorieren. Das ist nur, die sind jetzt wissen eigentlich nicht, was sie machen sollen. Das ist also könnte auch ein Computer sein, der jetzt wartlos ist. Könnte es sein, aber ich denke mal, dass es, ob es Computer sind oder Menschen, es ist auf jeden Fall menschlich gesteuert. Oder sonst würde keine Intervention stattfinden. Ja, und auch keine Interaktion. Nein, es gibt ja eine Interaktion erstens und zweitens, wenn es nur ein Computerprogramm wäre, wie hätte die Good Cops oder über die Bad Cops gewinnen können und dann intervenieren können? Mhm. Also jemand hat das gestoppt und das ist natürlich nur ein Teil davon, der gestoppt wurde, aber immerhin jetzt kann ich funktionieren wieder als Mensch sozusagen. Haben Sie ein paar Anzeichen, welche Typen von Geheimdiensten da jetzt mit zu tun haben? Also der dänische Geheimdienst ist ganz sicher darin verwickelt, der deutsche sehr wahrscheinlich und mit Sicherheit auch der amerikanische. Ja. Und die Amerikaner sind natürlich darin, Dänemark hat finanziell gar nicht die Möglichkeiten, das zu entwickeln. Nee, von Satelliten her, von den ganzen... Und Sie sind ja auch das erste bekannte Opfer in Dänemark. Ja, da gibt es auch keine Vereine oder nein, so, da ist alles gar nichts. Spät gekommen. Ja. Aber Dänemark hat sehr, sehr eng an NATO angeknüpft und natürlich auch an Deutsche und andere Geheimdienste. Ja, ja. Und das wahrscheinlich eine NATO-Zusammenarbeit, eine UK-USA-Agreement-Zusammenarbeit, das man gewöhnlich das nennt man das Echelon, aber das heißt UK-USA. Mhm. Mhm. Und das Dänemark sehr dicht angebunden. Natürlich. Und auch das ist auch ein Thema. Sie sind auf andere Geheimdienste und diese Zusammenarbeit angewiesen. Ja. Also dürfen sie es nicht, darf es nicht rauskommen. Ja. Und das ist natürlich das Problem, weil jetzt, wenn das jetzt in Dänemark rauskommt, hätte Dänemark natürlich das Problem, dass die anderen ausländischen Geheimdienste, insbesondere USA, Dänemark die Hand abschlägt. Also das stoppt. Dass die Zusammenarbeit dann enden würde. Mhm. Und das ist im Großen und Ganzen das ganz große Thema momentan. Ja. Mal jetzt angenommen, wir würden hier im Gerichtssaal sitzen und man würde in der Lage sein oder sollte Richter überzeugen. Mhm. Es ist ja sehr schwer, die Beweisführung, was im Gehirn abläuft. Mhm. Es könnte ja theoretisch auch sein, dass sie sich das alles nur zusammenspinnen. Ja, ja. Was würden Sie da empfehlen zur Beweisführung? Also meine Empfehlung wäre, dass es, wenn man sich damit beschäftigt und ins Internet geht und die Seiten findet, die sich damit beschäftigen, tausende von Leuten Opfer sind und sie haben fast alle die ganz genau gleiche Geschichte und alles geht nach dem genau gleichen Drehbuch. Ja. Es gibt da Variationen, einige haben physische Schmerzen dazu, also es gibt plus minus, aber das Drehbuch ist das gleiche. Ja, und die Programmierungsformen sind die gleichen. Und das Ziel ist eigentlich auch das gleiche. Es gibt dann in meinem Fall habe ich dann keine physischen Schmerzen und so weiter. Aber das ist dann unterschiedlich.
Ja. Kleine Variationen. Aber es ist ganz, ganz, ganz klar und eindeutig, dass es ein Drehbuch ist. Ja, und deshalb auch jetzt die Aktion von White TV, so viele Zeugenaussagen wie möglich zusammenzustellen, damit jeder vergleichen kann. Und dann merkt man schon, dass da ein Muster herauskommt. Und was hätten Sie auch für ein Interesse, das jetzt zusammenzulügen? Ja. Was würde ich das da blöd hinzustellen? Ja, das bringt ja keine Vorteile. Nein, nein. Genau. Aber wie die meisten anderen Opfer sehe ich keine andere Alternative dazu. Also, ja, ja. Möchten Sie noch abschließend irgendwas sagen? Nein, eigentlich nicht. Ja, dann herzlichen Dank. Ja, vielleicht ganz kurz darüber lesen, lernen. Und falls Sie von Freunden, Bekannten irgendwie davon hören, den Begriff TIs, Targeted Individuals, aufzusuchen. Es gibt Internetseiten, es gibt Beschreibungen, die Freunde und Bekannten, die Opfer werden, darauf hinzuweisen. Ja, ich danke Ihnen sehr für Ihren Mut, dass Sie das so offen alles ansprechen. Ich glaube, das wird doch auf Dauer gesehen helfen. Und es wird wie ein Steinchen Kreise im Teich ziehen. Ja. Und wie üblich abschließend meine Frage an die Zuschauer, können Sie wirklich sicher sein, dass Sie nicht auch mind-controlled sind? Tschüss. Es gibt ja auch Schutzmechanismen auf dieser Ebene. Und richtig, es gibt also in Amerika eine Firma, die heißt Q-Wave, die bauen so Anhänger gegen Elektrosmog, gegen Depressionen und auch für diese Mind-Control-Opfer, das heißt Defender. Und dieser Anhänger, der macht ein Skalarwellenfeld. Und dieses Skalarwellenfeld lenkt die Skalarwellentechnologie ab von den Opfern in den Anhängern und wandelt das dann auch in positive Energie um. Und gleichzeitig sind dann noch sogenannte Solfeggio-Frequenzen mit eingeprägt. Das sind so die Grundheilungsfrequenzen. Erdfrequenzen und solche Dinge. Ja. Und dann habe ich einigen von den Opfern gesagt, los Leute, jetzt, auch wenn ihr wenig Geld habt, schmeißt irgendwie zusammen, besorgt euch das Ding. Das kostete damals noch $300, inzwischen haben die das auch einen Rabatt für die Opfer gegeben, kostet es nur noch 122 oder so. Und der erste war in Slowenien ein Opfer, der das kriegt und der sagt, ich habe das umgehabt, 5 Minuten, dann hatte ich so ein komisches Rauschen im Kopf und danach war es besser. Das ist ja eine Art Störsender gegen die Dinge, die einen agitieren. Ja. Das war so eine Interferenz, dieses Rauschen von diesen Skalarwellen, die er umhatte, mit denen, die auf ihn gerichtet worden sind. Und er sagt zwar, ich bin noch nicht ganz frei, aber ich kann erstmal wieder schlafen und die Stimmen sind nur noch halb so stark. So, dann hatte ein Schwede, den ich gut kenne, das auch auf meinen Empfehlen hin besorgt und ich hatte mir auch einen besorgt. Erstmal, um zu merken, ob ich selber an der Angel hänge, Gott sei Dank nicht bislang. Und der hatte dasselbe positive Ergebnis und dann habe ich ihm noch meinen auf den Rücken gehängt, da war praktisch alles weg. Inzwischen bauen die an einem Prototyp, der das noch besser können soll. Und es gibt auch in Deutschland, hat der Professor Meil so ein Gerät gebaut, das auch so ein Skalarwellenfeld erzeugt, das ist aber stationär. Ja. Und da hat auch einer der Opfer mir jetzt gesagt, der kommt aus der Schweiz auch, das hat zumindest 3 Monate ihm Ruhe verschafft und dann haben die Mistlergen das irgendwie umgangen und jetzt ist er wieder geplagt von der Technologie. Das heißt, nach 60 Jahren dieser Versklavungstechnologie sind wir jetzt im Jahr 2011 das erste Mal auf Geräte gestoßen, die zumindest eine Linderung schaffen. Übrigens auch nicht bei allen. Also manche wären irgendwie anders behagt, da haben diese Anhänger nichts geholfen. Und das beweist eben auch, dass Skalarwellentechnologie benutzt wird. Und dabei, wenn man dann weiterguckt, merkt man, dass der ganze menschliche Körper mit Skalarwellen arbeitet. Die ganze Kommunikation. Ja. Richtig. Und Skalarwellen werden durch sogenannte Möbius-Spulen, das ist also ein Physiker, der hieß Möbius, aufgebaut. Das ist in 2 Spulen übereinander, da geht der Strom erst in einer Richtung und in der anderen Richtung, dann heben die sich auf. Dann sagt man, ja, jetzt ist die Energie weg. Ja, von wegen, Energie kann nie weg sein, die kann nur umgewandelt sein. Deshalb der Aspekt Vakuumenergie, das ist so ein Stichwort. Und die ganzen Physics in den westlichen Ländern, aber wie gesagt, auch die kleinen Schweden, die haben aus Verteidigungsgründen sich da eine eigene Technologie aufgebaut, damit ihnen eben nicht diese anderen Geheimdienste zu sehr in die Suppe spucken können mit Fernsteuerung. Ja. Also ich hatte gehört, also ich habe auch mal ein Treffen besucht von Leuten, die also da agitiert werden, zusammen mit einem sehr mutigen Pastor war das, dass die Stasi, also es war jemand, der da eben aus dem Osten dann auch agitiert wurde, damals auch schon mit diesen Dingen gearbeitet hat
Und die sind ja nach deren Aussage nicht arbeitslos gewesen anschließend, sondern sind dann von westlichen Geheimdiensten übernommen richtig, worden. So ist es, ja. Und die deutschen Behörden stellen sich ja taub. Sie sagen, also teilweise sagen sie, wir haben gar nicht die Technologie, das zu überprüfen. Also wir haben da schriftliche Antworten gekriegt oder die Leute, die angeschrieben haben. Also so nach dem Motto, die Technik fehlt uns, wir wissen von nichts. Ne? Also findet es nicht statt, so in der Art. Ne? Ja. Ja, das ist richtig. Die Stasi hat man, ich habe gerade jetzt jemanden interviewt aus der Schweiz, der hat die ganze Familie, der Vater, Brüder und so weiter waren in der Stasi. Mhm. Und die arbeiten in so einem Elektronikkombinat, ich habe den Namen jetzt im Moment nicht drauf. Mhm. Und die machten Technologie für Mind Control und benutzten ihre Angestellten gleich als Versuchskaninchen. Mhm. Wie praktisch. Ja. Und der Mann hängt heute noch an der Angel. Daran sieht man, dass die Technologie dann weitergeführt wird von den anderen, die übernommen haben. Tja. Widerlich ist das. Und das ist eben heute durch die Mikroelektronik, sind ja Dinge heute möglich, die vor 20 Jahren noch fast undenkbar waren. Ja. Und wenn man dann auch bedenkt, das sagen ja Leute auch aus dem Militär, dass die militärisch angewandte Technik, die geheime Technik, 20 bis 25 Jahre voraus mindestens, ist, ne? Mindestens. Dann kann man sich vorstellen, was heute machbar ist. Ja. Denn auch wer heute die CD-Scheiben kennt, ist ja alles Technik, die damals beim NSA schon lange verwandt wurde oder auch überhaupt unsere ganze Chip-Geschichten. Ja. Werden ja nach langen Zeiten erst im normalen Publikum dann quasi dargeboten. Oder die Diktierprogramme, ich habe jetzt auf Schwedisch, Deutsch und Englisch ein Diktierprogramm von Bergen. Das sind Abhörprogramme der CIA aus den 60er Jahren, die dann lange später da mal rauskommen dürfen. Und da ist es auch interessant, es gibt in Amerika und Japan Firmen, die bieten schon an, so einen Helm. Mhm. Da kannst du einen Computer anstatt mit einer Maus mit deinen Gedanken steuern. Ja. Das ist alles schon Technologie, die kommerziell angeboten wird. Das haben sie sogar auch im deutschen Fernsehen mal gezeigt. Ja. Und da ist ja genau das Ding, die Steuer, die Interaktion. Richtig. Also das ist eben gerade für die, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, vielleicht wichtig. Ich habe also auch mal einen Beitrag mitgeschnitten, da ging es also um einen Hubschrauber in den USA, wo bisher noch mit den Kopfbewegungen das MG gesteuert wird. Und der Pilot sagte dann, also die nächste Stufe, die jetzt eingeführt ist, dass wir mit unseren Gedanken die Bordwaffen steuern. Genau. Also bitte, es wird zugegeben, auch im Fernsehen. Ja. Das gibt es, Leute. Gibt es, ja. Und jetzt ist natürlich die ganz große Frage schon seit langem gewesen, also diese Menschen werden fürchterlich gefoltert, wenn man... Über ankämpfen, aber es funktioniert zu einem gewissen Maß. Gut zu wissen. Ja. Ich war ja jetzt krankgeschrieben für eine Zeit und musste dann hin und wieder zurück nach Kopenhagen. Mhm. Zum Arzt? Ja, zum Arzt und so weiter und war jetzt krankgeschrieben. Aber da war dann diese komische Frau nicht mehr? Nein, jetzt war mein richtiger Arzt da und der hatte ganz sicher seinen, den Code, der kannte seinen Patienten Code und so weiter und wurde dann krank geschrieben, weil ich Schlafstörungen hatte. Und das ging dann, da war ich dann einige Monate in Odensee bei der Familie und unter dieser Tortur und war eigentlich der ganz stille und habe eigentlich ganz wenig gesprochen. Haben die sich nicht gewundert dann in der Familie? Doch, sehr. Sie fanden das natürlich sehr komisch, dass ich sehr apathisch war, aber allerdings ist es eine sehr schwierige Situation, wenn man so unter Druck steht und sie versuchen, alles gegen einen zu verwenden und einen schlecht dahinzustellen oder falsche Anklagen zu erheben und so. Da ist es eigentlich besser, ganz still zu sein, ganz apathisch zu sein. Mhm. Das hat dann, das würde ich auch empfehlen. Haben Sie der Familie was erzählt? Überhaupt nicht, gar nichts. Nicht zu dienen. Aus Angst, dass sie die für verrückt erklären? Ja, sie würden das nicht verstehen. Mhm. Wahrscheinlich. Auch heute nicht? Teile der Familie? Nein, glaube ich nicht. Mhm. Eigentlich unwahrscheinlich. Schlimm. Und das ist auch ein Rat, nicht Freunde und Familie mit da reinzuziehen oder zumindest sehr sanft zu erklären und über Zeit vielleicht. Mhm. Ja. Mhm. Ich habe das ja in meiner Familie auch gehabt. Ein Vetter von mir, war ich der Einzige, der kapiert hat, was los war. Und ich habe ihm aber auch ein bisschen helfen können. Das ganze System funktioniert ja auf Glaubwürdigkeit und geht auf die Glaubwürdigkeit drauf. Und man versucht, Leute unglaubwürdig zu machen. Und dann sind Sie dann in Odensee geblieben oder weitergezogen? Nein, also ich wollte eigentlich, war das eine Wartezeit. Ich wusste nicht richtig, ob ich zumal ich hatte ja meine Arbeit noch in Kopenhagen, meine Wohnung und so weiter. Und
ich hatte da, habe da einige Monate verbracht, ob ich jetzt nach Kopenhagen zurück wollte oder und meine Arbeit wieder machen wollte oder ob ich jetzt woanders hin. Aber jedes Mal, wenn ich nach Kopenhagen war, steigerte sich das. Und letztlich beschloss ich dann von Kopenhagen wegzuziehen und verlor dadurch natürlich meinen Job und so weiter. Und wohne jetzt in Aarhus, war auch eine ganz schöne Stadt. Ja, und, sehr schön. Allerdings hat es da nicht aufgehört, aber es war doch eine Luftwanderung. Ruhiger. Und die können natürlich nicht mit so einer kleinen Clique da einzelne Individuen da hinsetzen, um die Menschen fernzusteuern. Das muss technisch organisiert über Computer laufen, über riesige Computer. Und da braucht man dann eben Programme. Was passiert, wenn einer das entdeckt? Und da müssen dann eben Gegensteuerungen in die Computer einprogrammiert werden. Deshalb lässt man eine kleine Minderheit von Menschen das wissen. Und das sind dann die, die auch zu mir kommen und mit denen ich Interviews gemacht habe. Weil die meisten sind sich dessen gar nicht bewusst, dass da überhaupt eine Steuerung stattfindet. Wenn das richtig geschickt gemacht wird, dann macht man das nur an ganz entscheidenden neuralgischen Punkten und lässt die Menschen sonst so, wie sie sind. Das merkt man gar nicht. Also Angehörige merken das oft gar nicht. Die haben dann nur ein paar Punkten eine komische Meinung. Ja. Ich habe zum Beispiel einen Freund in Schweden, ich sage jetzt nicht den Namen, wir haben da eine gemeinsame Freundin, eine Ärztin, die arbeitet in der Psychiatrie, in der offenen Psychiatrie in Stockholm. Und die beklagte sich eines Tages, dass sie von ihrem Chef, einem Oberarzt, da so fast brutal umarmt worden ist und einen Stich zwischen die Schulterblätter gekriegt hat. Und da, seitdem ist die wie verändert. Und da hat die wahrscheinlich einen Chip gekriegt. Jedenfalls ist für mich klar, dass die jetzt ferngesteuert wird. Und das habe ich dann diesem Freund erzählt und der hat immer so komisch ausgewichen. Und da habe ich erst nach mehreren Jahren gemerkt, Mensch, ja, den haben sie auch an die Angel gehängt, weil er auch unbequem ist. Und so wird das ganz geschickt gemacht, bis auf diese paar Fälle, wo es klar ist, die man dann auch zum Beispiel Schmerzen haben lässt, um das auszuprobieren. Man kann also in jedem Körperteil beliebig mit dieser Technologie Schmerzen entfachen und das auch zur Disziplinierung benutzen. Man will, dass sie dann gewisse Sachen machen, das sagen die Stimmen denen im Kopf. Und wenn die das nicht machen, dann kriegen die auf einmal einen tierischen Krampf im Bein, das tut wahnsinnig weh oder irgendwas anders. Man kann es auch dazu benutzen, um einen Herzinfarkt hervorzurufen. Es sind nur ganz wenige Spezialistenärzte, die das nachher sehen können, ob das ein natürlicher Herzinfarkt oder einer mit meiner Kontrolltechnologie war. Und man kann hier alles so zudrücken, dass die ersticken. Und solche Sachen. Man kann die Leute als Mordwerkzeuge abrichten. Ja, kann ich da mal einhaken? Und zwar, es gab ja, habe ich zufällig mal gehört, auf Deutschlandradio, das war der einzige Sender, der das gebracht hatte, meine ich, wie damals die schwedische Außenministerin abgestochen wurde von einem Menschen, kam die Nachricht, ich habe es nur zweimal gehört, konnte es einmal sogar aufnehmen, hat er ja gesagt, der Täter, dass er durch Stimmen im Kopf den Befehl bekam, sie abzustechen und er hätte gar nichts gegen sie gehabt. Er wusste gar nicht, was mit ihm geschah. Und da kam mir auch gleich der Verdacht, das kann ja nicht ganz normal sein. Richtig, genau. Und der sagt auch... Das können wir uns ja entweder fürchten oder fürchterlich aufregen, dass mit unseren Steuergeldern solche Dinge betrieben werden. Und es ist ja so, also der Bearden, dieser Spezialist, der ja auch lange beim Militär war, jetzt zwar in Pension ist, aber nach eigener Aussage immer noch Zugang hat zum Pentagon und damals schon an MK-Ultra-Dingen auch, also zumindest an den Überlegungen, der mitgewirkt hat, sagt ja, dass man also das bis zu 1000-fache Energie rausmelken kann. Ja, also man schickt quasi Energie los und kann mit einer Art Transistoreffekt eben eine Menge steuern damit. Ja. Und so laufen dann eben auch andere Dinge wie Waffensysteme und mit der Technik. Und Meil sagt auch sehr anschaulich, dadurch, dass die Geschwindigkeit nicht konstant ist, wie bei elektromagnetischen Wellen, wo ja die Lichtgeschwindigkeit immer eine Konstante ist und dementsprechend die Frequenz und Wellenlänge miteinander korrespondieren. Da braucht man immer nur eins zu messen, hat man schon das andere. Und bei der Modulation, wenn man Informationen überträgt, kann man das immer nur auf dem einen Ding machen, weil das andere automatisch da mithängt. Bei den Skalarwellen ist da nicht mehr diese Koppelung. Das heißt, man kann sowohl die Wellenlänge als auch die Frequenz modulieren, kriegt also eine Dimension mehr zur Informationsübertragung. Deshalb können damit auch holographische Bilder übertragen werden. Womit man uns ja dann auch vielleicht mal beglücken will. Project Bluebeam.
Genau, aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Ja, ja, richtig. Ja, interessante Geschichte. Mhm. Ja. Jedenfalls, wer glaubt, da Opfer dieser Technologie zu sein, man merkt es, wenn man es halt merkt, dass einem irgendjemand im Gehirn rumspurzt, ja, fremde Gedanken reintut, die ihm eigentlich nicht zu einem gehören, die Persönlichkeit völlig verändert ist oder man hört eben Stimmen oder sieht Bilder und so weiter, der soll sich an, da gibt es Vereine wenden oder an mich wenden und dann versuchen mit diesen Anhängern, da, die haben auch noch gar nicht alle ausprobiert, also Karma Singh hat zum Beispiel auch einen Anhänger, der auf dieser Technologie ist, den haben wir noch nicht ausprobiert. Und nicht verzagen, wir kriegen jetzt langsam den Durchbruch, dass wir die Leute alle von der Angel kriegen. Also wichtig wäre demnach, wenn jemand Verdacht hat, dass es auch an sowas liegen könnte, sich zu informieren. Also man kann ja auch übers Internet, vielleicht können Sie ja mal ein paar Seiten nennen, auf was man da gehen könnte. Ja, die sind allerdings jetzt... oder Suchbegriffe. Aber wie hießen die Deutsche? Strahlenfolter gibt's auf Deutsch. Sonst blenden wir es ein. Ja, Mind Control. Ich habe die jetzt nicht alle auf Deutsch drauf, aber da gibt es ganz viele. Ja. Also man braucht nur die Schlüsselworte Mind Control, MK Ultra, psychotronische Waffen im russischen Bereich, also im Ostblock-Bereich. Ja. Ja. Da kommt ganz viel. Also gab es auch mal einen Filmbericht, wo quasi Russen damals schon, das ist bestimmt schon fast 10 Jahre her, dann eben sich gewehrt hatten, die hatten auch so ein Gerät umhängen, was sie sich dann wohl selber gebaut hatten oder von Technikern machen lassen, um eben da eine gewisse Abwehr. Ja, vielen Dank für diese aufschlussreichen Informationen. Ja. Vielen Dank, dass Sie zu Weit TV gekommen sind. Danke, dass ich hier sein kann. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Erlebnisse. Wir versuchen ja ein Puzzle zu legen mit den einzelnen Zeugenaussagen von Mind-Control-Opfern, weil die Beweislage schwierig ist. Man kann nicht in die Köpfe der Menschen hineinschauen, aber man kann an der Parallelität der Zeugenaussagen sehr wohl Rückschlüsse ziehen und auch mit dem Argument, was hat man für ein Interesse, diese ganzen Sachen zu erfinden. Und insofern sind wir jetzt sehr gespannt, Ihnen zuzuhören. Ja, meine Geschichte fing so im Anfang 2009 an. Damals lebte ich in Kopenhagen und hatte gerade einen Antrag für einen Job bei einem militärischen Geheimdienst eingesendet. Als Zivilist, als Elektronik, in der Elektronik und Signalanalyse und so weiter. Und kurz darauf spürte ich einen Insektenbiss im Hinterkopf. Zu welcher Jahreszeit? Ja, im Januar. Mitten im Winter. Da ist in Dänemark kalt, da gibt es normalerweise keine Insekten, die da anbeißen. Nein, nein, aber es... es fühlte sich an wie ein Insektenbiss. Zu Hause? Ja, zu Hause. Nachts. Also ich weiß nicht, dass ich gebissen worden bin. Aber ich hatte plötzlich diesen Biss, oder was sich wie ein Insektenbiss anfühlte, im Hinterkopf und machte mir eigentlich keine Gedanken darüber. Erst viel später wurde mir bewusst, dass dies vielleicht einen Zusammenhang hat mit dem Anfang. Und ich sage vielleicht, es muss noch bewiesen werden, natürlich. Ja, ja. Und gleichzeitig, so im Februar herum, da hatte ich so ein Gefühl, dass ich beobachtet wurde. Mhm. Also unter Beobachtung stand. Und machte mir eigentlich keine großen Gedanken daraus. Erstens dachte ich, naja, ein klein wenig Paranoia oder was auch immer, man vergisst es. Aber es wurde immer mehr und mehr intens und dann wurde es bekümmernd irgendwie. Also, sah man auch irgendwie jemanden oder wie äußerte sich das? Nein, das äußerte nicht so. Erstmals war es nur das Gefühl, dass du beobachtet wirst und das ist natürlich nicht sehr schön. Und dann später gab es dann Interaktionen mit der Apartment über mir. Damals habe ich noch nicht so richtig recherchiert, also was konnte ich auch drauf machen. Vielleicht war ich unter Überwachung und kann man halt nichts machen. Mhm. Abwarten, irgendwann lassen sie dann auch wieder los. Mhm. Allerdings taten sie das nicht. Das war dann natürlich nicht sehr schön. Nee. So
um April herum. 2009. Ja, 2009 immer noch, also 2-3 Monate danach, wurde ich mir auch bewusst, dass meine Gedanken beeinflusst wurden. Mhm. Und man könnte es ja eigentlich steuern, eine Steuerung meiner Gedanken in bestimmte Richtungen. Wie merkt man das? Ich habe es als erstes gemerkt, als wenn ich auf irgendwas konzentriert war, plötzlich meine Gedanken irgendwie sich ableiteten auf irgendwas, was eigentlich keinen Sinn machte und auch keine Relation zu dem, was ich gerade machte, hatte. Und danach spürte ich, dass wenn ich mich bewegte, dies wieder verschwand. Also im Zimmer bewegt. Ja, oder nur ganz kurz den Kopf bewegte. Ja. So wie hier, so um einen halben Meter. Dann war es weg. Und dann dauert es einige Sekunden, 10, 20 Sekunden. Und dann kam es wieder. Also, und dann merkte ich, man kann eigentlich spüren, wenn das Lock-on-Signal da ist. Also da, wenn sie sich einklinken, ja. Und das, das wurde dann natürlich ganz schlimm. Ja. Aber ich musste mich ja mir natürlich versichern, dass das auch so ist. Und deshalb bewegte ich mich immer wieder rum und eine ganze Nacht lang nur rumbewegen und immer wieder Katze und Maus gespielt. Ja. Und das eskalierte dann völlig. Und als ich mich ganz bewusst darüber war, dass das Mind Control oder Gedankenbeeinflussung ist, wurde ich natürlich panisch. Also ich hatte nur vom Manchurian Kandidat mal gehört in den 50ern oder, ja, oder vom MK-Ultra, dass die da Mind Control Programme in den 50er und 60er hatten. Mhm. Und dachte, was haben sie jetzt vor? In welche Richtung wollen sie mich jetzt programmieren? Oder ja, wollen sie mich zum Patsy oder wie heißt das in Deutsch? Zum Opfer oder zum... Ja, das heißt es auf Deutsch, wenn jemand eine Tat angeblich gemacht haben soll, oder was es nicht getan hat. Also Falsche Flaggenoperationen oder was weiß ich. Ja. Oder auch, oder wollen sie mich zum Manchurian Kandidaten programmieren oder so ähnlich. Und mir war das natürlich... Also ein ferngesteuerter Mörder. Ja, so ungefähr. Ich hatte ja keine Ahnung, was sie wollen und in welche Richtung das jetzt gehen soll. Hm. Und da hatte ich Panik und natürlich höllische Angst. Dann natürlich eine neue Situation, denn jetzt musste ich sehen, dass man mich nicht ermordet. Ja. Und was zu tun, und ich beschloss dann, mich nur in, wo Leute, viele Leute sind, aufzuhalten. Ja. Und das in der Hoffnung, dass draußen sie in der Stadt. Ja, dass sie in der Hoffnung, dass sie mich nicht in voller Öffentlichkeit ermorden würden. Und dann verbrachte ich einige Tage nur in Cafés und in Kopenhagen, ging einfach nur so wahllos rum, von Café zu Café oder Stelle zu Stelle. Und in der Zeit entdeckte ich auch, dass eine physische Überwachung da war mit Leuten. Und erstens, weil ich sehr, sehr ungewöhnlich lange an bestimmten Orten verweilte, in Cafés oder Bushaltestellen oder ähnliches, wo 2, 3, 4 Stunden lang da stand oder saß oder was auch immer. Und es war dann sehr, kann man sagen, unnatürlich, wenn andere Leute genauso lange da waren. Mhm. Ja. Und darauf wurde ich dann aufmerksam, und insbesondere bei Bushaltestellen, ja, wenn alle Buslinien in der Nacht schon weg waren. Ja, und, nee, nicht in der Nacht. Wenn alle Buslinien, die an der Haltestelle Halt machen, vorbeifuhren und die immer noch dieselben Leute da standen, die alle Buslinien verpasst hatten, dann wurde es natürlich klar, die haben irgendwas anderes, die stehen da nicht, um den Bus mit dem Bus zu fahren. Ja. Da fing ich dann an, Leute direkt in die Augen zu schauen und dann mit dem Bewusstsein, du bist enttarnt. Und dann sieht man genau, also ob die Leute jetzt dazugehören zu den Überwachern oder nicht. Das erkennt man sofort. An der Körpersprache. Ja, an der Körpersprache, an der Gesichtsmimik, ob die dann jetzt, was ist das für einer? Oder ob sie sich irgendwie schuldig, man sieht das. Schlechtes Gewissen. Ja, schlechtes Gewissen. Man sieht das sofort. Ja. Und dann ging es dann so weiter, so einige Tage in Kopenhagen herum, und dann
entlarvte ja, sehr viele. Also es waren ziemlich viele Leute unterwegs. Das wurde, war natürlich eine sehr schlimme Situation. Ja, ja. Und schlafen, ja, ich traute mir auch nicht zu schlafen. Irgendwie, also wo kann man sich hinlegen und sich sicher fühlen? Ja. Und deshalb ja, verbrachte ich auch die Nächte in der Stadt. Ja. Und musste dann morgens wieder zur Arbeit und so. Das war natürlich schlecht. Nach 2-3 Tagen, da ist man schon ziemlich entkräftet. Natürlich. Braucht dann irgendwie einen Sandstrahl. Schmelzen kann. Ja, also man schickt quasi Energie los und kann mit einer Art Transistoreffekt eben eine Menge steuern damit. Ja. Ne? Und so laufen dann eben auch andere Dinge wie Waffensysteme und der Technik. Meil sagt auch sehr anschaulich, dadurch, dass die Geschwindigkeit nicht konstant ist, wie bei elektromagnetischen Wellen, wo ja die Lichtgeschwindigkeit immer eine Konstante ist und dementsprechend die Frequenz und Wellenlänge miteinander korrespondieren. Ja. Da braucht man immer nur eins zu messen, hat man schon das andere. Und bei der Modulation, wenn man Informationen überträgt, kann man das immer nur auf dem einen Ding machen, weil das andere automatisch da mithängt. Ja. Bei den Skalarwellen ist da nicht mehr diese Koppelung. Das heißt, man kann sowohl die Wellenlänge als auch die Frequenz modulieren, kriegt also eine Dimension mehr zur Informationsübertragung. Ja, genau. Deshalb können damit auch holographische Bilder übertragen werden. Ja. Ja, ja. Womit man uns ja dann auch vielleicht mal beglücken will. Ne? Project Bluebeam. Ja, ja, ne? Genau, aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Ja, ja, richtig. Ja, interessante Geschichte. Mhm. Jedenfalls, wer glaubt, da Opfer dieser Technologie zu sein, man merkt es, wenn man es halt merkt, dass einem irgendjemand im Gehirn rumspurzt, fremde Gedanken reintut, die eigentlich nicht zu einem gehören, die Persönlichkeit völlig verändert ist oder man hört eben Stimmen oder sieht Bilder und so weiter, der soll sich an, da gibt es Vereine wenden oder an mich wenden und dann versuchen mit diesen Anhängern, die haben auch noch gar nicht alle ausprobiert, also... Karma Singh hat zum Beispiel auch einen Anhänger, der auf dieser Technologie ist. Den haben wir noch nicht ausprobiert. Und nicht verzagen, wir kriegen jetzt langsam den Durchbruch, dass wir die Leute alle von der Angel kriegen. Also wichtig wäre demnach, wenn jemand Verdacht hat, dass es auch an sowas liegen könnte, sich zu informieren. Also man kann ja auch übers Internet, vielleicht können Sie ja mal ein paar Seiten nennen, auf was man da gehen könnte. Ja, die sind allerdings jetzt... oder Suchbegriffe. Aber wie hießen die Deutsche? Strahlenfolter gibt's auf Deutsch. Sonst blenden wir es ein. Ja, Mind Control. Ich habe die jetzt nicht alle auf Deutsch drauf, aber da gibt es ganz viele. Ja. Also man braucht nur die Schlüsselworte Mind Control, MK Ultra, psychotronische Waffen im russischen Bereich, also im Ostblock-Bereich. Ja. Da kommt ganz viel. Also gab es auch mal einen Filmbericht, wo quasi Russen damals schon, das ist bestimmt schon fast 10 Jahre her, dann eben sich gewehrt hatten, die hatten auch so ein Gerät umhängen, was sie sich dann wohl selber gebaut hatten oder von Technikern haben machen lassen, um eben da eine gewisse Abwehr Ja, in der Stasi gab es auch Geräte, das wissen wir, aber wir sind bislang leider noch nicht rangekommen. Naja, das wird ja alles aus bestimmten Gründen noch geheim gehalten. Ja. Ja, vielen Dank für diese aufschlussreichen Informationen. Ja. Vielen Dank, dass Sie zu Weit TV gekommen sind. Danke, dass ich hier sein kann. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Erlebnisse. Wir versuchen ja ein Puzzle zu legen. Wahnsinn. Also das kann man ignorieren, das ist nur, sie sind jetzt, wissen eigentlich nicht, was sie machen sollen. Das ist, also da könnte auch ein Computer sein, der smartlos ist. Könnte es sein, aber ich denke mal, dass es, ob es Computer sind oder Menschen, es ist auf jeden Fall menschlich gesteuert. Oder sonst würde keine Intervention stattfinden. Ja, und auch keine Interaktion. Also nein, es gibt ja eine Interaktion erstens und zweitens, wenn es nur ein Computerprogramm wäre, wie hätte die Good Cops oder über die Bad Cops gewinnen können und dann intervenieren können. Mhm. Also jemand hat das gestoppt und das ist natürlich nur ein Teil davon, der gestoppt wurde, aber immerhin jetzt kann ich funktionieren wieder als Mensch sozusagen. Haben Sie ein paar Anzeichen, welche Typen von Geheimdiensten da jetzt mit zu tun haben? Also der dänische Geheimdienst ist ganz sicher darin verwickelt, der deutsche sehr wahrscheinlich und mit Sicherheit auch der amerikanische. Ja. Und die Amerikaner sind natürlich darin, Dänemark hat
die finanziell gar nicht die Möglichkeit hatten, das zu entwickeln. Nee, glaube ich auch. Von Satelliten her, von den ganzen. Und Sie sind ja auch das erste bekannte Opfer in Dänemark. Ja, da gibt es auch keine Vereine oder nein, so, das nein, ist alles gar nichts. Spät gekommen. Ja. Und aber Dänemark hat sehr eng an NATO angeknüpft und natürlich auch an Deutsche und andere Garnisonen. Ja, ja. Und das wahrscheinlich eine NATO-Zusammenarbeit, eine UK-USA-Agreement Zusammenarbeit, das man gewöhnlich das nennt man das Echelon, aber das heißt UK-USA. Mhm. Und das Dänemark sehr dicht angebunden. Natürlich. Und auch, das ist auch ein Thema. Sie sind auf andere Geheimdienste und diese Zusammenarbeit angewiesen. Yeah. Also dürfen Sie es nicht, darf es nicht rauskommen. Yeah. Und das ist natürlich das Problem, weil jetzt, wenn das jetzt in Dänemark rauskommt, hätte Dänemark natürlich das Problem, dass die anderen ausländischen Geheimdienste, insbesondere USA, Dänemark die Hand ab. Schlägt also. Mhm. Das stoppt, dass die Zusammenarbeit dann enden würde. Mhm. Und das ist im Großen und Ganzen das ganz große Thema momentan. Ja, ja, ja. Mal jetzt angenommen, wir würden hier im Gerichtssaal sitzen und man würde in der Lage sein oder sollte Richter überzeugen. Es ist ja sehr schwer, die Beweisführung, was im Gehirn abläuft. Es könnte ja theoretisch auch sein, dass sich das alles nur zusammenspinnt. Ja. Was würden Sie da empfehlen zur Beweisführung? Also meine Empfehlung wäre, dass es, wenn man sich damit beschäftigt und ins Internet geht und die Seiten findet, die sich damit beschäftigen, Tausende von Leuten. Und das war natürlich toll. Wir in der Nacht ausgeschlafen. War es ein schönes Gefühl, bei der Familie in Odensee zu sein? Ja, das war dann gut und eine gute Nacht Schlaf und so. Das, ja. Das war ganz schön. Allerdings fing da eine Tortur an, die man sich nicht vorstellen kann. Oh. Von da an, da ging es darum, es ist eine psychologische Anwendung von NLP, neurolinguistische Programmierung und Hypnose, die man versucht anzuwenden, um die Person zu, oder mich, zu, wie heißt das? Zu konditionieren? Ja, zu konditionieren und kontrollieren. Ja. Und versuchen, die Person schlecht dastehen zu lassen. Ah. Um sich. So psychisch herunterzumachen. Ja. Also man setzt dann alles daran, ihre Glaubwürdigkeit wegzunehmen. Ja, darum geht es. Dass man versucht, alles Mögliche und Leute zu beschuldigen, den ganzen Familienkreis, Freunde. Alle Freunde und Bekannte, die ich hier hatten, wurden beschuldigt, dahinter zu stehen. Und das, da man in einer Art Hypnose ist, wird es ziemlich glaubwürdig. Und man macht sich natürlich Gedanken darüber, könnten die und die dahinter stecken und so weiter. Und das Ganze ist natürlich eine Smoke and Mirror, wie heißt das? Ja, ein Verwirrungsspiel. Ja, also wo sie versuchen, die wirklichen Hintermänner oder sich selbst zu schützen, indem sie die Schuld auf andere weisen. Ja, und falscher Flagge sehen. Ja, ja, und dann damit würde man sich natürlich auch sehr blöd darstellen, wenn man dann falsche Anklagen erhebt von Freunden und Bekannten gegenüber und so weiter. Zwietracht sehen, ist typisch für diese Kräfte, Teile und herrsche. Allerdings hatte ich das erkannt und verhielt mich eigentlich ganz, ganz ruhig und sagte eigentlich überhaupt nichts. Für einige Monate, wo die Tortur dann schlimmer und schlimmer wurde und man versuchte mich in jeder Hinsicht also krank zu machen, versuchen, dass man mich zum Selbstmord treiben würde oder so weiter. Aber ich habe dann beschlossen, ich werde kämpfen, bis zum letzten kämpfen. Und das geht dann weiter, dann gibt es auch dann Verhörstechnologien. Nur mal kurz fragen, war das auch schmerzhaft? Nein, eigentlich hatte ich keine Schmerzen. War Glück gehabt, viele klagen über Schmerzen auch. Ja. Und dann gibt es dann Verhörstrategien, wo sie die Gedanken lenken. Und um auch ein bestimmtes, wie heißt das? Ziel?
die geht schneller als Licht manchmal, manchmal auch langsamer. Und es kommt mehr Energie an, als losgeschickt worden ist. Ja, weil man Energie melken kann. Ja, so. Ja. Und da ist natürlich, eigentlich gehörte der Mann zum Nobelpreis vorgeschlagen. Der ist, hat aber nie den Nobelpreis gekriegt. Aber Herr Einstein hat den gekriegt, der uns die Hucke voll gelogen hat mit der Sache, dass nichts schneller als Licht ist. Ja. Und jetzt neulich war ja aus dem CERN, glaube ich, auch ein Beweis, dass die Neutrinos schneller sind als Licht. Genau. Das ist auch richtig. Damit fällt alles zusammen eigentlich. Ja, genau. Aber die normale Wissenschaftsrichtung hält krampfhaft dran fest. Richtig. Es gibt ja auch einen Spruch, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, dass also neue Erkenntnisse erst durch das Aussterben der Wissenschaftler, die jetzt das Sagen haben, ans Licht kommt. Ja. Vielleicht nochmal kurz, um nochmal zu verdeutlichen, dass es diese Dinge eben gibt. Es gibt ja, also was bei Harp zum Beispiel auch zugegeben wird, ist ja Erdtomographie, wo man also ja quasi tief in die Erde hineingucken kann. Ja. Man kann auch mit U-Booten kommunizieren. Man braucht heute keine Langwellensender mehr, sondern macht das auch mit dieser Technik. Ja. Also das ist zugegebene Technik. Also falls jetzt Wissenschaftsfreunde, die da zugucken, denken, naja, das kann es ja gar nicht geben. Ich meine, dann informiert euch mal in den USA oder in anderen militärischen Bereichen, es wird sowas dazu gegeben, dass das funktioniert. Ja, und wir haben in Amerika Tom Bearden als den großen Spezialisten und für die Deutschsprachigen einen, der noch viel besser ist als Tom Bearden, nämlich der Professor Meil aus Villingen-Schwenningen. Der hat aber so viel Druck gekriegt, das hat die Dagmar Neubau nochmal geschrieben, 2004 glaube ich, in einem Zeitartikel, dass er sich zurückziehen musste von dieser Forschung. Ja. Und aber es sind noch im Internet gute Vorträge von ihm, da kann man sich mal kundig machen, dass das eine bahnbrechende Technologie ist. Es gibt Deutsche, die haben ein Telefon gebaut mit Skalarwellen, das eben durch die Erde so durchgeht, kaum Energie braucht. Und die waren dann ganz baff, dass da schon ein paar Frequenzen belegt waren. Ja, ich glaube, ich habe es mal gesehen. Ein kleines Gerätchen mit Russland, mit Russland kommuniziert. Genau. Mit ein paar Batteriechen. War auch in Raum und Zeit ein Artikel, ja. Ja. Und aber weswegen ich darauf komme, ist eben, als ich kapierte, aha, das geht mit Skalarwellen, weil die gehen eben durch alles durch. Das sind ja ein Aspekt der Neutrinos und die sind auch ein Aspekt der Orgonenergie, also der freien Energie, die von Reicher wiederentdeckt und von vielen anderen auch. Ja. Und dann habe ich mal im Internet geguckt, vielleicht gibt es da ja auch Schutzmechanismen auf dieser Ebene. Und richtig, es gibt also in Amerika eine Firma, die heißt Q-Wave. Die bauen so Anhänger gegen Elektrosmog, gegen Depressionen und auch für diese Mind-Control-Opfer, das heißt Defender. Und dieser Anhänger, der macht ein Skalarwellenfeld. Und dieses Skalarwellenfeld lenkt die Skalarwellentechnologie ab von den Opfern in den Anhängern und wandelt das dann auch in positive Energie um. Und gleichzeitig sind dann noch sogenannte Solfeggio-Frequenzen mit eingeprägt. Das sind so die Grundheilungsfrequenzen, die größten Gefahren. Das Ziel ist, die gesamte Menschheit, wie ich das nenne, an die Angel zu hängen, alle mit einem Mikrochip zu versehen und auf diese Weise gefügig zu machen. Ja. Damit kriegt man dann bequem die Superdiktaturen, also Stichwort Neue Weltordnung, New World Order, Stichwort auch von der Bibel, The Mark of the Beast, also der, das Zeichen des wilden Tieres, 666 mit einem Chip oder Streckcode, das ist damit gemeint gewesen. Ja. Und meiner Meinung nach ist es 5 vor 12, dass schon die ganze Menschheit einen Chip hat, weil die Technik sich so enorm verbessert. Damals in den 40er, 50er Jahren waren das noch große Dinge. Die sind immer kleiner geworden in den 70er, 80er Jahren. Hat man sie noch auf Röntgenaufnahmen sehen können. Also da gibt es ja Robert Näslund aus Schweden, ein ganz berühmter Fall, der dann das in Schweden bekommen hat von der Geheimpolizei im Krankenhaus. In Amerika von einem Arzt das auf Röntgen entdeckt und rausgenommen bekommen hat. Und da hatte man jedenfalls noch was vorzuweisen. Heute haben die Nanogrößen, Nanochips, die kriegt man überhaupt nicht mehr nachgewiesen mit dem Optisch. Was wir jetzt kürzlich gemacht haben, war sie zu messen mit so Feldstärkenmessern, weil sie schicken ja ab und zu auch Signale raus, elektromagnetische Wellen, und die kann man dann mit gewissen Geräten messen. Und da kann man dann sagen, hier ist einer, da ist einer, oder im Schulterblatt und so weiter. Und manche, ganz wenige von diesen Millionen von Menschen, die heute schon geschippt sind, lässt man das wissen, so wie auch bei meinem Verwandten,
die dann diese Stimmen hören und natürlich dann merken, ob irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Weil man das braucht, das ist jetzt eine Vermutung von mir, das kann ich nicht beweisen, um Supercomputer zu trainieren. Also es ist ja so, dass in dieser geplanten neuen Weltordnung nur eine ganz kleine Clique, eine Finanzoligarchie herrschen will. Und die können natürlich nicht mit so einer kleinen Clique da einzelne Individuen da hinsetzen, um die Menschen fernzusteuern. Das muss technisch organisiert über Computer laufen, über riesige Computer. Ja. Und da braucht man dann eben Programme. Was passiert, wenn einer das entdeckt? Und da müssen dann eben Gegensteuerungen in die Computer einprogrammiert werden. Deshalb lässt man eine kleine Minderheit von Menschen das wissen. Und das sind dann die, die auch zu mir kommen und mit denen ich Interviews gemacht habe. Weil die meisten sind sich dessen gar nicht bewusst, dass da überhaupt eine Steuerung stattfindet. Wenn das richtig geschickt gemacht wird, dann macht man das nur an ganz entscheidenden neuralgischen Punkten. Und zu Hause wieder. War da ein bisschen mehr Ruhe? Da war dann Ruhe. Also da kam ich dann nachts an. Und habe mich dann nachts schlafen können, was sehr, sehr gut war. Und das war natürlich toll, in der Nacht ausgeschlafen. War es ein schönes Gefühl, bei der Familie in Odensee zu sein? Ja, das war dann gut und eine gute Nacht Schlaf und so. Das war ganz schön. Allerdings fing da eine Tortur an, die man sich nicht vorstellen kann. Von da an, da ging es darum, es ist eine psychologische Anwendung von NLP, neurolinguistische Programmierung und Hypnose, die man versucht anzuwenden, um die Person zu, oder mich, zu, wie heißt das? Zu konditionieren? Ja, zu konditionieren und kontrollieren. Ja. Und versuchen, die Person schlecht dastehen zu lassen. Ah. Um sich also psychisch herunterzumachen. Ja. Also man setzt dann alles daran, ihre Glaubwürdigkeit wegzunehmen. Ja, darum geht es. Man versucht alles Mögliche und Leute zu beschuldigen, den ganzen Familienkreis, Freunde, alle Freunde und Bekannte, die ich hier hatten, wurden beschuldigt, dahinter zu stehen. Da man in einer Art Hypnose ist, wäre das ziemlich glaubwürdig und man macht sich natürlich Gedanken darüber, könnten die und die dahinter stecken und so weiter. Und das Ganze ist natürlich eine Smoke and Mirror, wie heißt das? Ja, ein Verwirrungsspiel. Ja, also wo sie versuchen, die wirklichen Hintermänner oder sich selbst zu schützen, indem sie die Schuld auf andere weisen. Ja, und falscher Flagge sägen. Ja, und dann damit würde man sich natürlich auch sehr blöd darstellen, wenn man dann falsche Anklagen erhebt von Freunden und Bekannten gegenüber und so weiter. Zwietracht sehen, ist typisch für diese Kräfte. Teile und herrsche. Allerdings hatte ich das erkannt und verhielt mich eigentlich ganz, ganz ruhig und sagte eigentlich überhaupt nichts. Cool. Für einige Monate, wo die Tortur dann schlimmer und schlimmer wurde und man versuchte mich in jeder Hinsicht also krank zu machen. Fertig zu machen, krank zu machen, versuchen, dass man mich zum Selbstmord treiben würde oder so weiter. Aber ich habe dann beschlossen, ich werde kämpfen. Gut. Bis zum letzten kämpfen. Und das geht dann weiter. Dann gibt es auch dann Verhörstechnologien. Nur mal kurz fragen, war das auch schmerzhaft? Nein, eigentlich hatte ich keine Schmerzen. Ich habe Glück gehabt, viele klagen über Schmerzen auch. Ja. Und dann gibt es dann... Um auszuschließen, dass falsche Versuche an Menschen auf medizinischem Gebiet gemacht werden. Ja. Die hatten dann in verschiedenen Städten der USA so Hearings, wo dann auch diese Mind-Control-Opfer zu Worte kamen. Und jetzt auf einmal die neuen Hearings, auch die in Europa stattfinden sollen, hieß es, ja, aber Mind-Control-Opfer werden jetzt nicht mehr angehört. Ja, so kann man es machen. Ja, also auch da deutlich wieder immer wieder gedrückt wird, weil das ist natürlich ein tolles Machtinstrument. Ja. Und wer sitzt auf diesen Machtinstrumenten? Die Geheimdienste. An oberster Stelle der Mossad. Aber natürlich auch FSB in Russland, CIA und so weiter, MI6 in den westlichen Ländern. Aber wie gesagt, auch die kleinen Schweden, die haben aus Verteidigungsgründen sich da eine eigene Technologie aufgebaut, damit ihnen eben nicht diese anderen Geheimdienste zu sehr in die Suppe spucken können mit Fernsteuerung. Ja.
Also ich hatte gehört, also ich habe auch mal ein Treffen besucht von Leuten, die also da agitiert werden, zusammen mit einem sehr mutigen Pastor war das, dass die Stasi, also es war jemand, der da eben aus dem Osten dann auch agitiert wurde, damals auch schon mit diesen Dingen gearbeitet hat. Und die sind ja nach deren Aussage nicht arbeitslos gewesen anschließend, sondern sind dann von westlichen Geheimdiensten übernommen worden. So ist es, ja. Und die deutschen Behörden stellen sich ja taub. Sie sagen, also teilweise sagen sie, wir haben gar nicht die Technologie, das zu überprüfen. Also wir haben da schriftliche Antworten gekriegt oder die Leute, die angeschrieben haben. Also so nach dem Motto, die Technik fehlt uns, wir wissen von nichts. Ne? Also findet es nicht statt, so in der Art. Ne? Ja. Ja, das ist richtig. Die Stasi hat man, ich habe gerade jetzt jemanden interviewt aus der Schweiz, einer, der hat die ganze Familie, der Vater, Brüder und so weiter waren in der Stasi. Mhm. Und die arbeiten in so einem Elektronikkombinat, ich habe den Namen jetzt im Moment nicht drauf. Mhm. Und die machten Technologie für Mind Control und benutzten ihre Angestellten gleich als Versuchskaninchen. Mhm. Wie praktisch. Ja. Und der Mann hängt heute noch an der Angel. Daran sieht man, dass die Technologie dann weitergeführt wird von den anderen, die übernommen haben. Tja. Widerlich ist das. Und das ist eben heute durch die Mikroelektronik, sind ja Dinge heute möglich, die vor 20 Jahren noch fast undenkbar waren. Ja. Und wenn man dann noch bedenkt, dass das sagen ja Leute auch aus dem Militär, dass die militärisch angewandte Technik, die geheime Technik, 20 bis 25 Jahre voraus mindestens, dann kann man sich vorstellen, was heute machbar ist. Ja. Denn auch wer heute die CD-Scheiben kennt, ist ja alles Technik, die damals beim NSA schon lange verwandt wurde oder auch überhaupt unsere ganze Chip-Geschichten. Ja. Werden ja nach langen Zeiten erst im normalen Publikum dann quasi dargeboten. Oder die Diktierprogramme, ich habe jetzt auf Schwedisch, Deutsch und Englisch ein Diktierprogramm von Bergen. Das sind Abhörprogramme der CIA aus den 60er Jahren, die dann lange später da mal rauskommen dürfen. Und da ist es auch interessant, es gibt in Amerika und Japan Firmen, die bieten schon an, so einen Helm. Mhm. Da kannst du einen Computer anstatt mit einer Maus mit deinen Gedanken steuern. Ja. Das ist furchtbar. Und das, also an den Zeitpunkt lag mir also natürlich nicht so viel daran, weil jetzt galt es ja darum, am Leben zu bleiben. Und das war natürlich verwundsam. Ja, selbstverständlich. Weil, und irgendwann in der Nacht gab es dann einen sechsten Sinn, dass jetzt ist was Schlimmes im Kommen. Und ich verließ das Hotelzimmer und ging den Flur runter und versteckte mich in einem WC. Ja. Und dann hörte ich dann, wie sie Leute kamen, Plastik ausrollten und sich Plastikanzüge anzogen und so weiter. Vor dem Klo? Ja, nee, vor dem Zimmer, wo ich war. Ach so. Also ich war dann 10, 15 Meter weiter runter am Gang und dann in einem Klo da versteckt. Oder Duschkabine. Und das konnte ich dann mitkriegen, dass die dann Türen öffneten und dann alles wieder zusammengerollt wurde und dann wieder verschwanden. Und das war natürlich sehr schlecht. Also ich nehme, das muss ein Attentatversuch sein, gewesen sein. Also entweder um mich da irgendwie umzubringen oder als, als Extraordinary Edition irgendwo betäuben und rausfliegen oder was auch immer. Mhm. Und da konnte ich natürlich da nicht weiter schlafen, also packte ich schnell meinen. Oder Vergeselbstmord. Ja, wahrscheinlich eher, sich da irgendwo zu verhängen oder was auch immer. Mhm. Also konnte ich mich da nicht wieder hingeben und nahm meine Sachen und ging dann wieder ins Café runter. Also der Schlaf war auch nichts? Der Schlaf war auch nichts, leider. Ich habe mich ein paar Stunden ausruhen können, aber schlafen nicht. Wahnsinn. Da saß ich dann im Café und dann plötzlich, neben mir standen dann drei Deutsche, die, was eigentlich nicht komisch ist, aber was allerdings komisch ist, genau wie denen, haben Deutsche normalerweise sehr, sehr hohen Akzent, wenn sie andere Sprachen sprechen. Ja, und weil sie dieses bescheuerte Fernsehsystem haben. Ja, ja. Und die Lehrer übersetzen anstatt mit Untertext. Ja. Und normalerweise hört man immer, wenn ein Deutscher ausländische Sprachen spricht. Aber die drei Deutschen waren vollkommen perfekt in Russisch, Französisch, Italienisch, alle möglichen Sprachen, wo sich darüber unterhalten. Also Sprachgenies einfach. Und das kam mir dann natürlich ziemlich seltsam vor, welche Leute haben einen so großen Anteil von verschiedenen Sprachen und in einer solchen Perfektion. Ja. Dann irgendwann später
10 Minuten später kam dann ganz hinten im Café von oben runter ein ganz schwarz gekleideter mit einem latinamerikanischen Hintergrund. Dann hat ihn gekriegt, der uns die Hucke vollgelogen hat mit der Sache, dass nichts schneller als Licht ist. Ja. Und jetzt neulich war ja aus dem CERN, glaube ich, auch ein Beweis, dass die Neutrinos schneller sind als Licht. Genau. Das ist auch richtig. Damit fällt alles zusammen eigentlich. Ja, genau. Aber die normale Wissenschaftsrichtung hält krampfhaft dran fest. Richtig. Es gibt ja auch einen Spruch, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, dass also neue Erkenntnisse erst durch das Aussterben der Wissenschaftler, die jetzt das Sagen haben, ans Licht kommt. Ja. Vielleicht nochmal kurz, um nochmal zu verdeutlichen, dass es diese Dinge eben gibt. Es gibt ja, also was bei Haab zum Beispiel auch zugegeben wird, ist ja Erdtomographie, wo man also ja quasi tief in die Erde hineingucken kann. Ja. Man kann auch mit U-Booten kommunizieren. Man braucht heute keine Langwellensender mehr, sondern macht das auch mit dieser Technik. Ja. Also das ist zugegebene Technik. Also falls jetzt Wissenschaftsfreunde, die dazu gucken, denken, naja, das kann es ja gar nicht geben. Ich meine, dann informiert euch mal in den USA. Oder in anderen militärischen Bereichen, es wird sowas dazu gegeben, dass das funktioniert. Ja, und wir haben in Amerika Tom Bearden als den großen Spezialisten und für die Deutschsprachigen einen, der noch viel besser ist als Tom Bearden, nämlich der Professor Meil aus Villingen-Schwenningen. Der hat aber so viel Druck gekriegt, das hat die Dagmar Neubau nochmal geschrieben, 2004 glaube ich, in einem Zeitartikel, dass er sich zurückziehen musste von dieser Forschung. Und aber es sind noch im Internet gute Vorträge von ihm, da kann man sich mal kundig machen, dass das eine bahnbrechende Technologie ist. Es gibt Deutsche, die haben ein Telefon gebaut mit Skalarwellen, das eben durch die Erde so durchgeht, kaum Energie braucht. Und die waren dann ganz baff, dass da schon ein paar Frequenzen belegt waren. Ja, ich glaube, ich habe es mal gesehen. Ein kleines Gerätchen mit Russland, mit Russland kommuniziert. Genau. Mit ein paar Batteriechen. War auch in Raum und Zeit ein Artikel, ja. Ja. Und aber weswegen ich darauf komme, ist eben, als ich kapierte, aha, das geht mit Skalarwellen, weil die gehen eben durch alles durch. Das sind ja ein Aspekt der Neutrinos und die sind auch ein Aspekt der Orgonenergie, also der freien Energie, die von Reicher wiederentdeckt und von vielen anderen auch. Ja. Und dann habe ich mal im Internet geguckt, vielleicht gibt es da ja auch Schutzmechanismen auf dieser Ebene. Und richtig, es gibt also in Amerika eine Firma, die heißt Q-Wave. Die bauen so Anhänger gegen Elektrosmog, gegen Depressionen und auch für diese Mind-Control-Opfer, das heißt Defender. Und dieser Anhänger, der macht ein Skalarwellenfeld. Und dieses Skalarwellenfeld lenkt die Skalarwellentechnologie ab von den Opfern in den Anhängern und wandelt das dann auch in positive Energie um. Und gleichzeitig sind dann noch sogenannte Solfeggio-Frequenzen mit eingeprägt. Das sind so die Grundheilungsfrequenzen. Erdfrequenzen und solche Dinge. Ja. Und dann habe ich einigen von den Opfern gesagt, los Leute, jetzt, auch wenn ihr wenig Geld habt, schmeißt irgendwie zusammen, besorgt euch das Ding. Das kostete damals noch $300. Inzwischen haben die das auch einen Rabatt für die Opfer gegeben, kostet es nur noch 122.